Herzlich willkommen beim Mini Paradise zu einem neuen AOS Battle Report. Ja, heute ist nicht nur ein normaler Battle Report, sondern wir haben heute ein Gastspiel. Gastspiel ist für die, die es noch nicht wissen, ein Gast, der über YouTube uns beispielsweise kontaktiert hat, der nicht aus der Region kommt, sondern wahrscheinlich ein bisschen weiter weg, hat uns herausgefordert und möchte mit uns zum ersten Mal bei uns auf dem YouTube-Kanal auf einem Video mit dabei sein. Und deswegen freuen wir uns ganz herzlich, euch begrüßen zu dürfen, unseren Gastspieler. Wer ist heute bei uns? Ich bin der Johannes, ich komme aus dem Mittelflanken. Genauer zu sein, ein bisschen vor Nürnberg, Gemsdorf heißt das, kleine Kaff. Falls es jemand kennt aus der Region. Obwohl, ja, aus der Region. Da kommt der Johannes her. Johannes kennt uns schon ein bisschen länger, um das mal zu sagen. Bei uns kennt man die YouTube-Kommentare. Haben wir schon jemanden, den Namen haben wir auf jeden Fall schon öfters gelesen. Vielen Dank, dass du uns schon so länger kennst. Ja, tolle kräftig. Battle Reports, macht man gern. Ja. Wir probieren sie jedenfalls. Es gibt ja nicht so viele bisher in Deutschland. Deswegen versuchen wir unsere Fahne neben ein paar anderen wenigen immer noch hochzuhalten. Aber wir freuen uns ja umso mehr, dass wir endlich mal geschafft haben, jemanden in unser Haus zu holen, den wir nicht persönlich kennen, sondern der zum ersten Mal extra zu uns angereist ist, um mit uns mal einfach nur mit den Miniatürchen ein Spielfeld auszutragen. Ja, wir haben gerade einen Cut gemacht, weil der Pizzabote war da. Wir haben gerade vor einer Minute bestellt und auf einmal stand der Pizzabote schon da, aber er war nicht. Hat sich leider gehört, hat jemand ausgesucht, nicht uns, aber soll nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, dass wir uns darüber sehr gefreut haben, dass Johannes hier ist und eben mit uns heute ein AOS-Spiel macht. Zum ersten Mal. 3000 Punkte haben wir uns heute ausgedacht und wir spielen, Johannes, was hast du dabei? Ich habe heute Blades of Corn dabei. Und wir spielen zusammen als Duo. Beastman! Das erste Mal. Erste Mal. Ja. Erstmal auf YouTube. Ja, also seit dem neuen Buch. Beastman sind auch sehr gefürchtet, haben bei uns auch in der Region bei uns einen sehr guten Ruf. Ja. Mhm. Gucke. Gefürchteten Ruf, kann man es auch mal so sagen. Man kann auch sagen, ich glaube, das wird das letzte Mal, dass wir Blades of Corn mit dem alten Buch, ne? Ja, ja, gibt ja schon neue Ankündigungen von Blades of Corn, neues Battleturm, brauchen sie vielleicht dann auch. Obwohl die ja auch in dem alten Chill Handbook schon ein paar Änderungen gemacht haben, was die Blutziehenpunkte angeht, aber ja. Das Battleturm brauchen wir glaube ich trotzdem noch, ne? Weil die alten Blutziehenpunkte, die man ja, ja, kann ja genau. Beides benutzen, ne? Also die neuen Beschwörungsregeln und die alten kann man auch noch nehmen. Ne, wir freuen uns deswegen auch sehr darüber, mit Johannes heute unseren ersten Gast bei Mini Paradise auf dem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Dann gucken wir uns einfach jetzt mal unser Main an, was wir so alles mitgebracht haben. Freuen uns auf dem Spiel und natürlich euch. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. 3000 Punkte Beast of Chaos. Und zwar haben wir hier links zwei Chimäre. Dann haben wir hier die Cockatrees. Dann spielen wir ein verwüstende Bestienherde. Das ist ein Bataillon. Da ist drinne der Gorgon. 10 Gors, der Doombull, unser General, der Grey Ray Shaman. Der da? Ach, das ist der. Okay, mhm. Siehst du? Das war ein Test. Ja. Die drei Bulgors, einmal ein 6er Block haben wir da, ne? Und einmal ein 3er, ne? Ja. Dann haben wir hinten nochmal Gors, sind das, ne? Mhm, das normale Gors. Gors, Ungors. Genau. Ungors. Ach, das sind die Ungors. Dann hier die Ungor Raiders, das ist das Bataillon. Und das Bataillon sagt halt, dass wir in dem feindlichen Territorium beim Hitwurf von 6 unmodifiziert 2 Treffer machen können statt 1. 2 Verwundungswürfe, ja. Genau. Dann haben wir hier noch den Zangor-Shaman. Mhm. 30 Zangors und 6 Skyfires. Jo, und ein Herrenstein. Genau, ein Herrenstein. Hat Marcel gerade das fertig gemacht, wie immer. Auf den letzten Drücker, genau, das sind 3000 Punkte. Beasts of Chaos. Wow. Hier sind meine 3000 Punkte Blades of Corn. Einen 30er Trupp Bloodletters, einen 10er Trupp Blood Reavers. Im Bataillon Blood Thunder Stampede haben wir 3 Einheiten Blood Crushers und einen Skullmaster Herald of Corn. Ja, guck mal, hier ist super mit den 100%ig. Dann kommt noch dazu ein Bloodstoker, ein Blood Secretor. Der Bloodthirster of Insensate Rage. 2 Slaughter Priest, einmal mit Hackblade und einmal der Standard. Mhm. Ja, das war's doch fast, ne? Das war's fast und das dann. Fast. Und dann ich muss noch ein kleines bisschen vom Tisch weggehen. Das kleine Baby. Oh je, je, je. Und dann kommt noch Vorgaroth, The Scared and Skullock, the Skull Host of Corn. Oh, ja. Viel zu lange Namen. Johannes hat mal sich zur Feier des Tages sich was Schönes überlegt. Er reist nämlich mit seinem Auto, deswegen hat er mit einem Kombi hergefahren, ein besonderes Modell mitgebracht. Minivan. Du lieber
wir hin. Von Forge World, den Korn-Drachen. Der kostet, glaube ich, alleine wie viel? 1200 Punkte? 1200, ja. 1200. Und den wollen wir heute mal richtig in Action sehen. Den wollen wir mal probieren, ob wir überhaupt eine Chance haben, das Ding zu zerlegen. Wenn wir es überhaupt hinkriegen. Aber wie ihr seht, das ist ein wunderschönes Modell. Und auch, um den Johannes jetzt schon mal vorab zu loben, bevor sie losgeht, eine wunderschön bemalte Blades of Korn Armee. Ja. Sehr stimmig von allen Sachen zusammen gemalt. Freuen wir uns sehr darüber, das auf unserem Kanal finden, Spiel finden zu können. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Vielen Dank. 3000 Punkte Blades of Korn gegen Beasts of Chaos. Wir spielen heute im 2-2 gegen 1, aber wir haben ja beide die gleiche Anzahl. Die Kugel der Versetzung ist ein Spiel, ein Szenario aus dem normalen Channel's Handbook 2018. Johannes hat sich das nicht gewünscht, wir auch nicht, aber wir haben es gewürfelt. Und mit der kleinen Abregelung, Abänderung der Regel, weil hier steht drin, dass ein Held und ein Zauberer, also Held mit Artefakten, ein Zauberer als 20 statt ein Modell zählt. Bei uns machen wir es ja eh so, dass innerhalb von 3 Zoll zählt, wer mehr Lebenspunkte hat, weil gerade die Regel hier mit dem Zauberer wäre auch jetzt schon sehr unfair, mit den Modellen ebenfalls, bei den wenigen Modellen des Korn. Deswegen zählen bei uns innerhalb von 3 Zoll die Lebenspunkte und die Kugel der Versetzung wird mit dieser schönen Kugel, die der Nils bemalt hat, Daumen hoch Nils, wird eben das symbolisiert, wo sie sich befindet, und zwar nach dieser Aufstellungszone, A und B, wir ermitteln gleich, wer wo steht. Die Kugel startet in der Mitte und dann kann die sich eben wie auf diesen Feldern hier gekennzeichnet 1 bis 6 und 2 bis 5 immer in die Richtung bewegen. Beziehungsweise 1 bis 3 und 4 bis 6. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, kann sie sich noch mehrmals bewegen. Bei einer 2 bis 5 bewegt sie sich nur einmal in eine Richtung. Der Vorteil ist, man kriegt einen Punkt, wenn man erst im Zug war für die Kontrolle, und 3 Punkte, wenn man zweiter im Zug war. Das macht auch den Indie-Wurf dann durch wieder ein bisschen schwächer, weil das auch ein riesen Vorteil hat, als zweites dran zu sein. Unser Spielfeld ist fertig aufgebaut, sieht hübsch aus. Nochmal extra loben können wir hier diesen tollen Turm. Den hat ein ganz besonderer Mensch für uns gebaut. Ist auch von der Dimension her vielleicht etwas sehr groß, aber heute vielen Dank. Zum ersten Mal dabei. Vielen Dank, Wolfram, für den netten Turm. Und dann schauen wir mal, dann messen wir jetzt schon mal die, machen den Manu macht schon gerade die Aufstellungszone festmachen, dann gucken wir gleich, wer es einen Zug hat und kommen in die Aufstellung. Fertig ist die Aufstellung. Hier hinten hat sich der Johannes mit seinen ganzen Korn platziert. Ihr werdet es jetzt schon erkennen, Korn hat das eigentlich, ist das nicht so üblich, dass sie es können, aber sie können es jetzt, nämlich das große Forschungsmodell, das kann auch ja, aus dem Hinter Deep Striken, ich weiß nicht, Hinterhalt heißt wahrscheinlich von dem Flieh nicht. Im Anflug kommt das dann runter und hier ist es ebenfalls genauso mit den Beastmen, Beast of Chaos. Die stehen hier, Schlachtformationen genauso wie aufgezeichnet im Channel's Handbook, und im Hinterhalt, um mal kurz einen kleinen Schwenk hier rüber zu machen, ist wie gesagt der große Drache und hier von den Beastmen eine kleine Abteilung. Die können das, weil das die Herde der Finsterschleicher ist. Okay, dann machen wir jetzt live den Roll-Off um die Inni, weil Johannes zuerst fertig war mit dem Aufstellen, kriegt er +1 auf den Wurf und Manu muss versuchen, weil er ja so ein extremer Würfelkönig ist, gell Manu, das auszugleichen. Hilfe! Okay, dann machen wir den Inni-Wurf live. Ich mache jetzt die Inni aus, ja, klar. Ich nehme jetzt die Verantwortung. Jawohl, und Action. 1:4, sehr gut, Manu. Hero so. Face, Blades of Korn, Johannes. Hero Face wird eher unspektakulär. Ich versuche lediglich verhärtetes Fleisch auf die Bloodletters. Das. Oh, was für ein Wurf. Kommt. Und es kommt. Sehr gut. Damit haben die +1 auf dem Safe. Ansonsten den Command Point spare ich mir. Und dann geht's in die Bewegungsphase. Nochmal kurz am Rande, wir haben hier einen Kollegen bei uns, der zu uns gehört in der Community, der heißt Dungeon of Hits, könnt ihr mal gucken, auch gibt's bei Instagram. Und der produziert hier so coole kleine Geländesachen und so weiter. Wir haben die auch schon immer mal überall hingestellt, auch dieses coole Dings mit dem Mini Paradise. Der hat für uns hier so ein gebastelt, wo man mit so kleinen Markern die aktuellen Spielstände machen kann. Top Ding dafür. Und Player 2 ist Corner, unser Gast. Player 1 sind wir. Vielleicht mal wieder noch ein bisschen cooleren Namen. Das ist noch hier so eine Beta-Stufe. Wir zeigen es nur schon mal, weil es ziemlich cool ist. Die kann man ja hinter Siegespunkte, Common Points so immer stecken. Wir nutzen das heute einfach mal, um es auszutesten. Sieht schon mal gut aus. Vielen Dank dafür. Ist bald auch bei uns erhältlich. Ja, mit der Palme in der Mitte. Ah, kleines Palmchen, genau da. So, nach Korn-Manier ist fast alles ein bisschen vor.
Die Skullcrusher hier habe ich nach hinten gezogen, damit ich keinen Hinterhalt in meine Aufstellungszone bekomme. Mit meinem Bloodthirster das gleiche Spiel, den habe ich ein bisschen gestellt, dass nicht gleich der Hinterhalt vor der Tür steht. Ich musste zwangsweise den Drachen bringen, sonst hätte man eben mit dem Hinterhalt alles zustellen können. Und da steht er. Und das war soweit. In der Shooting Phase, um Johannes mal zu zeigen, er freut sich nämlich schon ziemlich. Jetzt kommt. Bitte würfel nicht so gut, bitte. Jetzt kommt der Fernkampf und zwar von dem Drachen auf. Die Chimäre. Auf die hier, jawohl. Ja. Mit allen drei Attacken auf die 4. Mit allen drei Attacken auf die 4 und auf die 2. Ja, zwei Stück. Jawohl. Und auf die 2. Eines Kippe. Der ist blend, leider. Jawohl. Auch, jawohl. Zwei Stück mit Rend minus 3 und ja. W6 Schaden. Die sind direkt dann durch. Das heißt, du hast aber keine 12. Die muss mal schauen, vielleicht. 7. Oh, 7 nur. 7, da kriegst du auf, geht's auf 5 Lebenspunkte runter. Macht ja noch 4. Die ist Game Over schon fast. Hast du noch was in der Shooting Phase? Das war's in der Shooting Phase. Okay. In der Charge Phase. Wer will chargen, Johannes? Ich versuch's mal mit dem Drachen auf die Bulgors. Vielleicht auch weiter. Mal gucken, was da kommt. Eine 9. 9 passt. Sehr schön. Dann ja, mal Pause und schauen, wie wir den reinkriegen. Ne? Wir haben eine Nahkampfphase. Zuerst schlägt der Reiter mit seiner Axt zu. 12 Attacken. Die treffen auf die 3 und verwunden auf die 3. Die haben Schilde. Jawohl. So. Alle Bulgors haben bei uns Schilde. Und verwunden auf die 3? Auf die 3. Damit sind das 5 Stück mit Rend minus 2. Oh, wir haben Save. Jawohl. 5 Stück? Ja. Schaden waren die 2. Oh, gut. 6en? Keine? Nee. Macht 10 Schaden schon mal. Das heißt, es gehen 2. 8. Wir haben keinen gesaved. Doch, einer ist. Eines. Nee, du hast Rend minus 2 hast du gesagt. Ja, dann ist es mein Fehler. Nee, das sind 10 Schaden. Das heißt, 2 gehen schon mal. Und da vorne der Chef hat noch 2 Lebenspunkte. Das war die erste Attacke, ne? Okay. Kein Problem. Danach W6 Attacken mit der Klaue. Ja, W6. Das sind 6 Stück. Soll ja auch nicht langweilig werden. 4, 5, 6. Jawohl. Da haben wir auch wieder 3 und 3. 3 sind nicht schlecht für dich. Ja, finde ich gut. Und nochmal auf die 3. Und nochmal. Das sind 3. Das sind 3 Stück mit Rend minus 3. Ist durch. Wie viel Schaden? 3 jeweils. Okay, also nochmal 9. 9. Spaßeshalber würfeln wir mal jetzt weiter. Gibt es noch eine Attacke? Oder was? Es gibt noch 2. Okay, komm, mach mal aus Spaß, damit wir sind mit Damage. Dann noch einmal 2 Attacken auf die 4. Und auf die 2 plus, da noch nicht verwundet ist. Jawohl, auch durch. Wäre minus 2, 3 Schaden. Ich save einfach mal einen aus Spaß, als ob es auf die Bulgars gewesen wäre. Nicht geschafft. Ja, nochmal 3 Schaden. Und dann zum Schluss 3W6 Attacken. 3W6. 3W6 Attacken vom Schwanz. Sind wir bei 11. 7. Oh, ein mörderischer Schwanz, oder? Das Ding mal so anguckt, der hinten. Die sind aber nur auf die 4 plus, auf die 4 plus. Aber gut gewürfelt. 3, 4. Darf gern so weitergehen. Eine, 3 nicht. Jawohl. Und das sind nur 3. 3 Stück, das wäre auch nur Rank minus 1. Cool, haben wir auf die 5. 2? Ja, genau. Wären 3 Schaden. 3 Schaden. Nochmal 3. Wären nochmal 3. Also wären nochmal 2 Bulgars weg gewesen. Nicht schlecht. Ihr habt es gesehen, was das waren. Das waren über 20 Schaden. Heute haben wir sogar Fans hier, die extra gekommen sind, weil sie gehört haben, dass was fürchterlich im Raum ist. Und hier stehen sie, die Jungs. Hallo. Die waren auch schon sehr beeindruckt davon. Hallo, Tosvornen. Und sie haben schon. Und seitdem sie das Modell auf dem Feld gesehen haben, normalerweise gehören die ja zu uns. Aber sie haben auch dann direkt die Seite gewechselt. Die sind Team Johannes. Also spielen wir eigentlich 2 gegen 5. Okay, das war der Nahkampf. Bulgars stehen nicht mehr. Du hast aber keinen in die Reichweite von dem Objekt gebracht. Nee, was war die Reichweite? 3. 3? Nein, dann nicht. Oh, den holen wir uns. Den holen wir uns. Okay, dann ist dein erster Zug rum. Und wir kommen in den ersten Zug. Beasts of Chaos! Hero Phase! Beasts of Chaos! Manu, ja. Was machen wir? Der Zangerschemel, dein Artefakt, auf die 4 plus kriegen wir einen Command Point. Ja. Oh. Nein, kriegen wir nicht. So bleibt es bei 2. Richtig. Und er probiert Schwundfühle oder Schwindfühle? Schwund.
Auf die 9, weil wir kriegen minus 3 auf Zaun. Genau, das macht der große Drache. Jawohl, er ist die 9. Kannst du ballen? Ich kann nicht ballen. Dann kriegt er minus 1 Safe. Genau, minus 1 Safe. Wir können nochmal einen Plan ändern. Oh. Ja. Jetzt opfern nochmal bitte D3 von den Modellen. Ja. Wir opfern D3 von den Ungors. Das sind 2, das heißt sterben 2. Nämlich von hinten weg. Ja? Nimm es von hinten weg und wir kriegen dafür auch 2 Lockrufpunkte. Das heißt, wir haben insgesamt 3. In der Heldenphase sonst machen wir noch den Arcane Bolt mit dem Great Prey Shaman. Auch minus 3 auf den Zauber. Auf die 8. Auf die 8, genau. Jo. Eine tödliche. Oh, eine tödliche mit 8. Ja. Machen wir auf den Großen auch. Auf den jo. Drachen. Das heißt, der hat nur noch 29. Der wird übrigens auch ein bisschen schlechter in 10er Schritten. 5er. Jo, guck mal, wie wir gezaubert haben. Jo, wir sind Zauberkönige. Minus 3 macht Beast of Hades nämlich gar nichts. Bam. Okay, cool. Das war die Heldenphase. Beastman hat sich nach vorne bewegt. Wir machen einen Angriff auf das Zentrum. Haben uns hier schön im Zangoras erfolgreich nach vorne gerannt, nämlich 1 Zoll. Alle 1 hier. 1, 1. Hören wir auf. Ja, wir wollen ja nicht so schnell spielen, immer sachte, sachte. Die Ungar Raiders noch nach vorne, um ein bisschen hier gleich reinzuschießen. Hier hinten haben wir positioniert. Unser 6er Block Bulgos mit dem Doombull steht dahinter, kann man nicht sehen. Dann hier vorne alle positioniert zur Seite geräumt. Die Chimäre sucht ein bisschen Schutz, die Skyfire sind gedroppt neben dem Schaman. Die Chimäre hier vorne muss jetzt leider die Rolle des armen Opfers einnehmen und erstmal aushalten. Unser Gorgon, der steht noch im Hintergrund, mit dem können wir auch eine zweite Runde droppen. Ansonsten sehen wir auch noch mit denen hier vorne Gant. Ich glaube, da hatten wir auch eine 1. Ja, das läuft ja gut. Aber die sind immer in der Nähe von dem Objekt. Okay, cool. Manuel ist dran. Manuel ist nämlich richtig gierig. Der spielt nämlich seit langem mal wieder Skyfire. Und deswegen schießt er mit dem Skyfire direkt auf den Drachen. Genau. Der Gelbe auf die 2 plus, die anderen auf die 3 plus. Jawohl. Stark. Keine einzige 6. Keine 1. Und 4 Stück? Nee. 2 nur. Oh, 2 nur. 3 plus. Eine. Das hat sich ja gelohnt. Wird minus 1? Nein. W3? 3. 3 Schaden. Oh. Es geht weiter mit der Chimäre von der Mitte, die umkreist ist, die auch auf den Drachen und die macht direkt das D6 tödliche. Dann gucken wir mal, das sind 4. Gar nicht so verkehrt. Dann nehmen wir die Chimäre, die sich hier in den Bäumchen befindet. Die macht auch D3 tödliche, weil die nur 5 Lebenspunkte hat. Die macht 1. Und als letztes testen wir die Cockatrees hier vorne. Die 4 plus. Die macht auf die 4 plus D6 tödliche. Mit einer 3 auch nicht. Ah, schade. Schade. Schade Schokolade. Die Ungar Raiders, was haben die so Werte? Weißt du das auch? Ja, einer auf die 3, dann auf die 4. Und mit denen schießen wir in die Blood Letter. Jo, 3, 4. Jawoll. Gar nicht so schlecht. Und auf die 4. Jawoll. Das sind 3. Jo. 3 mit Safe plus 1. Genau, die kriegen plus 1 wegen dem Gebet. Davon hast du 2 geschafft. 2 gesaved, einer geht tot. Nur einer. Okay. Das war die ganze Schussphase. Charge Race. Wir chargen mit den Doom Ghouls. Die brauchen eine 8. Mit 2 Einsen ist schwer. Machen wir einen Reroll, ne? Machen wir einen Reroll. Command Point. 5 ein Command Point, ja. Eine 7. Nein, das reicht natürlich nicht. Wollen wir es mit. Bevor wir es mit Doom Ghoul probieren. Nein, probieren wir es erstmal. Wir probieren es den. Ja, machen wir den Charge-Wurf von den Zangors. Mit der 6. Ey. Nee. Reicht nicht? Wollen wir auch wiederholen? Komm, was wollen wir sonst? Wo wollen wir sonst die Command-Punkte? Wiederholen. Command-Point, wir haben keinen mehr. 10, das steht. Dann bewegen wir die jetzt da rein. Nahkampfphase, Beastman. Die Zangors sind bereit. Manuel, was hast du in der Hand? Hier, das sind die Einhänder. Jawohl. Die kriegen plus einen auf Fit, weil sie Einhändern und plus einen Verwundung, weil 12 Zoll der Zangor-Shaman. Alles klar. Also 3 plus. Der brennt. Dürfen die eins wiederholen, wenn sie... Nee, das wäre zu schön. Ja. Man darf sich auch mal was wünschen. Und Verwundung auf 3 plus. Oh, das war schlecht. Das waren 12 Stück auf die... 12, ja? Ja, ja, gut. Auf die 5? Auf die 4? 4. Achso, yep. Oh Gott, oh. Dann gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 7 Stück? Gar nicht verkehrt. Oder wer killt schon? Er killt. 4, 5, 6, 7. Mhm. Und jetzt kommen die? Der Champion auf die 3 plus. Jawohl. Und die auch auf die 4 plus. Das nehmen wir in zwei Händen. Jo.
und auf die 3 plus. Das sind 6 Stück mit Red minus 1, jeweils 2 Damage. Und 6 auf die 5 plus diesmal. 2 geschafft. 2 gehen nochmal 8. Jo. Nicht verkehrt, die Jungs. Die jetzt donnern ganz schön am Anfang. Hm? Die donnern ganz schön am Anfang. Eins, ja. Das, jetzt müssen sogar Dämonen mit Bravery 10 ja Angst haben, dass jemand wegläuft. 8. 17 sind gestorben, ne? 9 plus 8. Okay. 18, weil einer ist davor noch. Stimmt, 18 jo. Insgesamt. Okay. Die Bloodletter schlagen zurück mit 14 Leuten. Mit 14 Leuten auf die 4 dürfen einzeln wiederholen, weil ein Dämonen-Champion innerhalb von 8 Zoll ist. Jawohl. Wann machen die tödlich auf die 5 schon oder auf die 6? Ne, auf die 6 noch. Einmal, der hat Nochmal. Jetzt hör mal auf. Jawohl. Okay. Also 6 haben wir insgesamt dabei. Den kannst du auch nochmal machen, die 1. Ja, deswegen kannst du auch. Dann haben wir 2, 3 Sechsen. 3 Sechsen, also sind schon mal einer tot. Und einer noch ein Leben, ne? Und. Hat einer oder drei Leben? Zwei. Ja, aber es waren 3 Sechsen. Jetzt kommen wir noch schauen. 3 Sechsen, ja, ja. Ja, ja. Ja. Und verwunden auf die 3. Dann sind es nochmal 2 mit minus 1. Dann haben wir 2 Sechser. Schade, ja. Für wäre gut. Geht noch einer. Und der geht auf. Was machen wir denn? Was machen wir die hier? Auf 1? Jawohl. Bravery Test von den. Jo. Stopp, die Bloodletters. Von den Bloodletters, da benutze ich einen Command Point, um sie immun zu machen. Jawohl. Und die Zangos. Auf eine 6 würde einer fliehen. Ja. Nein, passiert gar nichts. Gut. Dann haben wir Rundenende. Damit ist die erste Spielfeldrunde vorbei. Und weil wir innerhalb von 3 Zoll um den Orb stehen, kriegen wir dafür 3 Siegspunkte. Und führen damit. Was machst du da gerade? Warte mal, ich gebe dir den Inni-Würfel. Dann warte mal kurz, ich bin noch nicht bei der Inni. Kriegen wir dafür 3 Punkte. Ich gehe mal jetzt zu unserem coolen Dashboard zurück über den Punktestand. Und dann kriegen die Beastmen 3 Punkte. Vielen Dank, Dungeon of Hits. Das ist der aktuelle Command-Point-Stand. Hat Korn, ups, das habe ich falsch gemacht. Korn hat noch einen und wir haben keinen mehr. Und dann kommen wir, bevor es in die zweite Runde geht, nämlich bewegt sich das Orb. Unser Gast darf jetzt würfeln, ja, inwieweit der Orb sich bewegt. 6. Okay, wir müssen kurz nachgucken. Okay, da hat er sich hinbewegt und weil es 1 oder 6 war, muss er sich nochmal bewegen und Johannes darf nochmal testen. Was ist? Wieder die 6. Wieder die 6. Jetzt befindet sie sich da, die kleine Maus. Und Johannes nochmal. 2. Okay, jetzt ist sie, wird sie noch einmal bewegt, aber ist safe. So, sie hat sich weiter bewegt. Und wer kann sie finden? Wo ist sie? Jawohl! Genau, wieder mit der einmal wieder. Konnte sich nicht entscheiden, wohin sie will. Und deswegen ist sie zurückgegangen. Warum soll ich denn den als Inni-Wurf nehmen? Die Weißen bringen immer Unglück. Der ist richtig nass okay. geschwitzt. Okay, Inni-Wurf, nass geschwitzt. Der nass geschwitzte Beastman-Wurf. Dann geht's los auf die Inni. Ich habe eine 2 und du auch. Johannes darf entscheiden. Ich darf entscheiden, da ich angefangen habe. Hero Face, Korn, Zug 2. Der Blood-Secretor pflanzt sein Banner. Er bietet plus eine Attacke auf die. Plus ein Hit, was? Plus. War plus ein Hit? Ja, es gibt plus ein Hit und plus ein Save, nicht? Bei dem wird dann eine Attacke. Achso, ja, dann. Plus ein Hit? Plus ja, ein Hit okay. auf. 4 plus? Die Einheit auf die 4 plus. Nein, die 1, sehr schön. Die 3? Gibt's. 3 tödliche. Juhu. Hui. Er macht plus 1 Safe. Versucht's. Jawohl. Yo. Kommt. Auf wen? Auf die Blood Letters wieder. Der Bloodstoker peitscht die Bloodcrushers an. Und dann versucht man noch ein bisschen Blut kochen zu lassen. Okay. Er auf die Zangos. Jo. Oh oh, 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 oh. Damit ist er wohl tot. Jo. Ja. Ach du lieber. Na gut. Das hat jetzt der kleine Nils noch nicht geschafft. Blut 10. Oh, oh mein okay. Gott. Er versucht ebenfalls das Blut kochen lassen. Jawohl, ja, komm. Wie 6 tödliche? 4. Dann sind wir bei 1, 3 und 4. Und die 4. Noch was in der Heldenphase? Das müsste es gewesen sein. Übrigens, also bekommst du noch einen, generierst natürlich noch einen Befehlspunkt, bist jetzt wieder auf 2. Und den von ihm möchtest du nicht einsetzen?
Nee, es geht nur innerhalb 8 Zoll und okay, da ist momentan keiner dran. Aber vielleicht zählt das ja auch. Zählt das in Hellenphase oder das? In der Hellenphase. Echt? Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir zur Bewegung. Ja, wie ihr seht, die Bewegung ist rum. Johannes hat nicht Blut geleckt, aber er hat Blut 10 Punkte schon gesammelt und es soll damit noch teuflisch weitergehen. Alles nach vorne gelaufen, vorgerannt. Und Johannes, jetzt möchtest du wahrscheinlich Fernkampf jetzt machen. Jetzt möchte ich Fernkampf machen, nicht chargen, genau. Wer möchte schießen? Natürlich der Drache, der Einzige, der kann. Auf! Jetzt kommt's. Sie, wie viele Wunde hat die Cockatrice? Ich glaube 8. Jo, oh, der Mann ist gut. 8 Leben. Also wie geil dieses Modell, es tut mir leid, ich muss das noch alles dazu machen. Ich schieße auf die angekratzte Chimäre, okay, dass sie weg ist. Mit allen Attacken? Mit allen Attacken. 3 Stück. Ja, auf die 4 und auf die 3. Oha. Gut, Satz mit nix. War wohl nix. Dann muss es dann doch der Charge sein auf das arme Ding. Nicht auf die Chimäre. Okay. Dann wird jetzt getauscht. Jawohl, wer fängt an? Ich fange mit denen an, die dürfen wiederholen. Nein, die bekommen plus 3. Ja. Yep. Da bist du mit einer 10. Mit einer 10 müsste... Gut dabei. Warum bekommen die nochmal wenig Beteiligung? Ja. Machen wir direkt die Aufballtreffer. Die machen, weil es Bataillon ist, automatisch die schaffen das. Ansonsten ist es ja auf die 4 plus, oder? Ansonsten wäre es auf die 4 plus, genau. Ein? Eine tödliche Verwundung. Weg. Dann chargen wir weiter. Wer darf? Will? Die nächsten Bloodcrushers. Jawohl. Mit einer 4. Mit 4 kommen sie in die Zangors ran. Ja, denk schon. Ja. Jawohl. Hier. Und die machen auch wieder automatisch die natürliche, weil sie auch da sind. Da sie im Bataillon sind, ja. Die armen Zangors. Diesmal 2. Mhm. Oder lass ihn sterben. Bitte. Schlauer Fuchs. Warum? 2, nicht einen. Ja, ja. Ja. Ich hab den wieder hingestellt, den jetzt so sterben lassen. Ja. Was macht denn das für Sinn? Zeig ich dir. Mach. Wir lernen wieder was hier. Okay. Und weiter geht's. Peilen. Wie bitte? Kleinen Peilen. Achso. Mhm. Dann die auf. Wo sie hinkommen? Oh, ui. Der brennt ja. Brennt ja, aber was. Ist mit einer 10. 10 nicht viel schlechter. Das waren die hier. Ja. Mhm. Mhm. Ein bisschen Platz lassen. Für den wichtigsten Mann auf dem Feld. Wobei, mit 10 kommen sie noch ein bisschen weiter drum. Jo. Was haben die Ungoss hier eigentlich getan? Und die Goss. Sie nehmen das Ziel ein. Wer will als nächstes? Als nächstes der Drache. Mhm. Keine Doppel 1, jawohl. Mit der 9 ist der auch drin. Ganz vorsichtig. Um jede Vogelperspektive. So sieht's aus. Ein geballter Mittelkampf hier um das kleine, schöne, wie nennt man das hier? Palästchen, da Treppen steigen, hochgehen. Und zu guter Letzt noch der Bloodthirster. Mit einer 11. Mit 11. Das war natürlich nicht so schlecht. Nee, für drüberfliegen langt's nicht. Das wäre so heftig gewesen. Da hätte es so gequält. Aber. Bisschen hier an die Kante. So. Combat Phase, Johannes. Wer darf als erstes? Zuerst schlagen die Bloodletter zu. 12 Modelle kommen hin. Mit plus einer Attacke durchs Banner sind wir bei 25 mit dem Champion. Einmal, oh, einmal. Einmal hin. Einmal. Auf Einzel wiederholen, ne? 4 und Einzel wiederholen. Und jede 6 war was? Jede 6 war hier ein Würfel. Das ist ein Würfel. Ein Viertelwürfel, kleine Würfel. Ja. So, erstmal die Nichts sind raus. Jo. Und die Einsen nochmal. Einsen. Oh. 2. Alle 3 treffen und 2 tödliche. 4. 5 tödliche. Jawohl. Jo. Die machen wir gleich. Machen wir mal einfach erstmal alles fertig. Jo. Die sind ja eh safe. Dann verwunde erstmal. Und die 3 auf minus 1.
Ein Würfel noch. Jawohl, sind nur 2, 4, 6, 7. 7. 7 Selfie. Mad minus 1, ne? Mad Rand minus 1. 6 plus. Oh, sind alle. 7 plus. 12. 5, 12. Jawohl, 12 Stück weg. Oh, die Zangos greifen an. Die gelben sind die Einhänder. Ja. Und das sind die Zweihänder. Also hier vorne schlagen die alle hier vorne stehen, schlagen auf den. Das sind auf den Bloodthirster. Genau. Genau. Die 3 plus. Die 4 plus. 3 nicht insgesamt. Und beide 3 plus. Eine nicht. 5 mit kein Rand und die 3 haben Rand. 3 haben Rand. Jawohl. Dann machen wir erstmal die mit Rand. Dann geht's auf 5 plus. Einen gesaved. Und 4 Schaden. Und 4 ohne. Ohne. 5 ohne. 5 ohne. Jo, 5 Stück. 2. Also insgesamt 5. Jo. Also 5 und 4. Nee. Du hast 3 nicht geschafft. Die machen aber nur einen Schaden. Genau. Also es sind 3, die anderen haben 4 gemacht. Ah, da waren, ja, stimmt, sind 2. Also es sind 7 Schaden insgesamt. Genau. Dame Kerle. Ui. Und das ist auf die Bloodletters. Das sind die Zweihänder, das sind die Einhänder. Ja. Die 4 plus. Oh, shit. Ui. Die 3 plus. Einser Reroll könnten die gebrauchen oder so. Ja, einser Reroll wäre nicht so schlecht. Und 3 plus. Eine nicht. Die 2 haben Rand, die 2 nicht. Gut. Das ist Rand. Dann einmal 5 plus. Einer. 2 Schaden. Also 2 Schaden. Und 4 plus. Beide safe. Beide safe. 2 okay. Schaden. Ui. Gut gesaved. Jo. Oder auch schlecht der Hitwurf haben zeigen. Jo. Nochmal für alle Regelexperten und Regelkönigen-Freaks. Wir wurden auch gerade mal aufgeklärt, weil wir auch dachten, wir sind Experten, aber wir werden auch mal eines Besseren belehrt. Denn wir wollten gerade hier vorne, als die ersten Zangos-Modelle gestorben sind, ich erzähle das nochmal kurz, weil es echt interessant ist, hier vorne wollten wir alle wegnehmen, damit der Bloodthirster außerhalb von 3 Zoll von den Zangos ist. Wir dachten halt, dass er dann außerhalb des Nahkampfs ist, das heißt, er darf auch automatisch nicht mehr peilen. Das ist auch so beschrieben, jedoch beim Nachrück, also das ist in der Kampfrunde beschrieben, dass man kämpfen kann, sobald man in 3 Zoll ist. In der Nachrückregelabteilung steht drin, dass man peilen kann, wenn man sich innerhalb von 3 Zoll befindet oder gecharged hat. Das heißt, dass der Bloodthirster sich hätte ohnehin auch 3 Zoll bewegen dürfen, da er eine 2 Zoll Range-Waffe hat. Wäre dann auf eine Maximalrange von 5 Zoll gekommen und hätte damit dann trotzdem attackieren können. Wir haben gedacht, dass das nicht geht. Vielen Dank davon, dafür vom lieben Johannes, der uns aufgeklärt hat, dass man eben doch darf, weil ich glaube, das haben wir schon vermutlich jedes Mal falsch gespielt und auch auf Turnieren und sonstige, wo ich immer war, kann ich mich daran erinnern, dass es mal eingehalten wurde. Aber diesen kleinen Nebensatz ist sehr wichtig. Wenn man gecharged hat, darf man immer reinpeilen. Gut zu wissen. Vielen Dank dafür. Okay, weiter geht's im Klartext. Hier im Nahkampf. Weißt du schon, mit wem du zuschlagen möchtest, Johannes? Ja, ich mache mit dem Drachen. Der Drache darf. Wieder Würfel, es läuft bei mir heute. Johannes sucht ein Würfelchen unter dem Tisch. Nahkampf. Der Drache, seine 12 Attacken plus eine durch die Standarte, jawohl, gehen auf die Gurs. Ungurs? Mhm. Auf die Ungurs. Die Schwanzattacke mit 2W6 Attacken auf den Schamanen, mhm, und der Rest geht in die Gurs. Jawohl. Dann fangen wir an mit den 12 plus 1. Auf die Ungurs. Ja, auf die 3 und auf die 3. Ah, da könnte was gehen. Wie viel Schaden macht jeweils eine 3? 2. Okay. Fertig. Was hast du von Rent? Minus 2. Ist durch? 3, 4. Die haben nur einen 5er? 8. Also 16 Schaden. Ja. Dann sind sie weg? Ja, ist weg. Gut, die 2W6 Attacken vom Schwanz auf den Schamanen. Mhm. 6? 6. Oh, wow. Auf was trifft das? Das trifft auf die 4 und verwundet auf die 4. 3? Gut, 3 Stück. Und auf die 4. Oh. Keine! Schwanne lebt! Shaven! Ja, der hat überlebt. Stopp! 2W6 ja. Plus 1. Ja, stimmt, oh, eine mehr. Oh. Die 4. Die 4, ja, 3 Wunden. 3 Wunden? Boah, fast gestorben noch. Hättest du vorher eine gemacht, hätte es gereicht. Dann die Klauen auf die Gors. Jawohl. W6 plus 1. 5. Fast mit einem Hit durchgespielt.
5. Die Clown sind auf die 3 und auf die 3. Alle 3. Haben nur noch einen Rent von 3. Okay, immer noch 3. Ist durch. Wie viel Schaden? 9? 9. Also ein Go. Einer steht noch. Ja, und dann gibt es noch 3 Attacken vom Kiefer. Da kann man immer alles wegnehmen, was es so gibt. Auf die 4 und nur noch auf die 3. Auf die 4 und auf die 3. Jawohl. 2. 2 Stück mit Rent minus 2 nur. Oh, 6er. Ah, schade. 4 Schaden? 6. Na ja, klar. Okay, krass. Gut, hier vorne steht mal ein Haufen Einheiten. Die sind jetzt alle erstmal weg. Der Drache ist gewütet, der ist sehr aggressiv gerade. Dann sind. Haben wir den Shame, ne? Dann sind wir dran. Nahkampffighter! Bloodthirster! Der Bloodthirster auf die Zangos, ja. Leider nur noch 4 Attacken. Plus 1, hast du schon gemacht? Okay. Ja, 4 Attacken. Achso. Also 3 Attacken plus 1 sind 4. Er trifft auf die 4. 3 Stück. Verwundet auf die 2. Und jetzt die 6. Nein, 3 Stück. Rent? Der hätte mit Rent minus 2. Ist durch? Der hat ja auf 3 plus, ne? Weil er gecharged ist, kriegt er plus 1 Hit. Die andere war aber eine 2. Okay, ja. Hat sich ja erledigt. Ja. Woll ja fair sein. Ja, das stimmt. Mit Rent minus 2. Ist durch? Ist durch. Ist durch, dann 3W6 Schaden. 3W6. Oh nee. 10. Jetzt können wir auch hier hinten wegnehmen, oder? Nee, die, ach, nee, weil die könnten noch zuschlagen sonst. Jetzt nehmen wir die 5 weg, ja? Mhm. Ach, ich seppel. Stimmt. Die hättest du noch zuerst machen müssen. Ja, natürlich. Nö, ist zu spät. 3, 4. Die können ja auch noch angreifen. Die können auch noch. 5. Jetzt noch eine. Okay, also vielleicht schippt er. Hat er noch eine Attacke oder war es das? Er ist durch. Ach, der hat nur eine Attacke. Ja. Schicket auch, der hat 3W6 gemacht. Es greift noch ein Modell an von den Beasts of Chaos. Das hat sich leider versteckt, es befindet sich nämlich hier unten. Cockatrice. Gib ihm den 2 großen. 2 Attacken, 4 plus. Oh. Oh. 3 plus. Beide. No, Red News 1. Oh, du hast einen 6er. 6er, du noch. 6er, ja. Ah, ah, wie gemacht, wie viel Schaden? Die 3. Eine. Oh. Ja, nächste. Also nee, ich habe gerade einen 6er gehabt, weil der bekommt minus 1 vom Herdenstein, minus 1 noch von dem Zauber nehmen, minus 1 Rent, also von der 3 auf die 6. Und 4 Attacken, 4 plus, 4 plus, eine. Eine. Kein Rent. 5. Noch ein Schaden. Ja, ja. Dann Schaden ist er bei 11. Also 11 Schaden hat er bekommen. Sind ja bei so großen Würfeln muss man ja fragen, ob er jetzt noch 11 Leben hat oder 11 Schaden. Ja. Da ist ja. So, da habe ich ein bisschen reingepeilt, die Bloodcrushers. Ja, einer ist noch hingekommen, ebenfalls auf die Zangors. Mhm. Der Reiter auf die. Sauber. Da ist schon eine 6. Eine tödliche. Darf alles wiederholen. Genau, stimmt. Da ein Korn Dämonen Hero in der Nähe ist, ist schon mal ein Pfeffer. Auf die 3 verwunden. Auch. Eine Verwundung minus 1. Rand 1. Rand 1, ja. Jo, ist durch. Ich hab's für die Würfel, Leute. Du könntest Rekordhalter werden. Ja, ja. Also eine tödliche und ein Schaden. Ja, ist ein Modell weg. Ja, genau. Jetzt kannst du ihn ruhig wegnehmen, hinten. Jetzt ist es egal. Gut. Mhm. Dann das Reittier plus eine Attacke natürlich durch den Banner. Auf die 3 und auf die 3. Darf auch wiederholen. Jawohl. Und auf die 3. Sind 3 Stück, kein Rent. Einen 5er. Save ich auch mal einen. Ein. 2 sogar. Einen ein Leben. Ich wollte nur nachfragen, mit dem hast du auch eine Attacke mehr gemacht, mit ja, dem das Reiter. Ist, ja. Das ist nicht der Champion. Achso. Hier ist der Champion. Ja, okay. Goldene. Ich wollte nur gefragt haben. Gut. Okay. Wie ihr seht, der Haufen da, das ist nicht unser Nachschub oder so, das sind die, die gerade gefallen sind. Und Gott sei Dank, weil wir innerhalb von 12 Zoll im Herdenstein sind, müssen wir da kein Battleshock-Test machen. Früher gab es so Computerspiele, hat man immer so, wenn man Worms gespielt, weißt du, hat immer so diese Fall darum bewegt. Du darfst jetzt diese Einheit bewegen. Der Herdenstein wird auf jeden Fall Matchwinner heute. Minus ein Save und kein Bellshock für uns. Das ist top. Top Gerät. Dann ist die Runde rum. Wir müssen Bellshock-Test machen. Du musst keinen machen, weil du innerhalb vom Banner bist. Wir müssen keinen machen im Herdenstein. Das heißt, wir haben keinen Bellshock-Test, aber du kriegst einen Siegespunkt, weil du innerhalb der leeren Lebenspunkte innerhalb der Bubble hast. Das wird ganz schön schwierig, da mehr Lebenspunkte hinzubekommen.
Okay, das war dann der erste Zug in der zweiten Runde von Johannes. Hero Face Beastman. Auch die 4 Plus kriegen wir einen neuen Common Point. Und wir opfern D3 Lebenspunkte von der Cockatrice. Die Cockatrice kriegt D3 tödliche. Stark! Stormcast Würfel. Wer spielt auch mit Stormcast Würfel, wenn er mit Beast of Chaos spielt? Ganz ehrlich. Hat sie noch 7? Dann machen wir in der Heldenphase weiter. Wie viele Punkte kriegen wir denn eigentlich? 1. Also 2 insgesamt. Okay. Wow. Sind wir auf 6? 5. Läuft ja richtig. Ab 6 haben wir was beschwören. Jawohl. 10 Ungors. Okay, dann mach Arcane Bolt mit der Schlumpfine Nathan. Also auf die 8 dann? Ne? Ja, plus 3. Minus 3. Boom, in der 7 wird's. Nix. Okay. Dann machen wir mit dem Schaman seinen Zauber. Wollen wir es jetzt machen? Titanraserei. Ja, Titanraserei. Auf die 10 dann. Auf die 10 dann? Das ist ja wie Nagashi auf dem Feld. Bam, 8. Das hätten wir gebraucht für Arcane Bolt. Minus 3 ist ja todeskrass. Mr. Fitzauber. Okay, dann kommen wir in die Bewegung. Ja, wir haben uns ein bisschen bewegt. Ich habe halt eine Diskussion zwischen MK und MT. Zwischen dem da hinten, da, dem kleinen Nasenbärt. Wir haben die ganze Armee hier von hier drüben hier rübergezogen und uns hier positioniert. Cockatrees und der Schaman haben sich hier mal aus dem Nahkampf zurückgezogen. Ich meine, aussichtslos sieht anders aus. Die Ungarais haben sich dahin bewegt. Dann haben wir den Dumbo, der hier hinten vorbewegt und hat einen Port gemacht, weil wir die Finsternisschleicher sind, haben die Bulgors von da dahin geportet und Gorgon hier unten spawnen lassen und versuchen jetzt mal erstmal über die Bewegungsphase viel Schaden zu machen und dann mit den Charges ein bisschen was rausholen, um mal zu gucken, ob wir nochmal eine Chance haben in diesem kleinen Spielchen. Sagst du nur kurz die Werte von den Ungarais? Ja, alles auf die 4 ist ganz einfach. Der Chef auf die 3. Auf die 3? Yep. Und die auf die 4. Jawohl. Die schießen übrigens auf den Blattfürster. Jo. Nochmal auf die 4. Das sind 3. Auf die 4 plus. Oh, eine. Eine ist mehr als kein. Dann machen wir bitte die D6 tödlich auf dem. Die D6 tödlich von dieser Chimäre auf den Drachen. Eine? Das sollte ja nicht so gut sein. Machen wir mit der anderen Chimäre noch hinterher. D3. Auch eine. Das geht richtig voran hier. Chimäre läuft heute richtig gut. Die Skyfire schießen mit allem, was sie haben, auf den Bloodthirster. Der auf die 2, die auf die 3. Eine 6. Und die auf die 3. Das sind 3 Stück mit Rent minus 1. Mhm. Dann auf die 5. 5 plus. Das hilft einfach mal 2. Dann macht der D3 tödliche. Eine. Und der eine macht D3 Schaden. Eine. Wow, die haben sich ja richtig gelohnt. 2 Schaden. Die können richtig ausrasten. Alter, passiert gar nichts. Charge Phase. Wir fangen an mit Gorgon. Und Charge den Fernkampf, bevor wir irgendwas vergessen. Nee, ne? Weil der auch so stark war, der Fernkampf. Stärke Phase war richtig stark. Gorgon. Eine 6. Die Bulgors. 7. Ja, weiter geht's in der Charge Phase. Heute läuft alles sehr, sehr gut bisher. Wir nehmen den Doombull und chargen mit dem. 9. Jo. Mhm. Willst du den mit in den Kampf bringen? Nee. Mhm. Sicher? Willst du? Und jetzt kommt das Glück wieder. Die Chimäre! Charged! Warum haben wir das eben nicht gewürfelt? Komm schon. Die gibt plus 2, ne? Die gibt plus 2. Ja, 12. Locker. Was ist denn hier? Hier hinter. Hier. Hier jetzt 16. Was träumst du nachts? Du musst immer von hinten messen. Ja, ich weiß. Boah, was träumst du nachts? Doombull attackiert im Nahkampf. Vorne los. 3 Attacken auf die 3. Wie viele? Auf die 3. Keine. Ja, das läuft ja. Und auf die 4. Und auf die 4. Eine. Ren? Nö. ja, dann 4. Jetzt schlägt der Bloodthirster zurück, aber nicht auf den Doombull, sondern auf die Chimäre mit 3 Attacken, weil er geschwächt ist, plus 1 durch den Banner und plus 1 durch den Schädel, ernter, was ich vorhin leider vergessen habe. Mhm. Auf die 4 plus. Eine. Und auf die 2 plus. Eine. Die ist durch? D6? Ja. W6 Schaden. Da 5. Kommt die 5. Oh. Da kommt sie. 7 Leben noch. Ja. Die Zangors schlagen zurück. Die Zangors, die auf die 3 plus.
Das sind auf die Blood Crusher, heißt die, ne? Mhm. 3 plus. Jawohl, alle. 6 Stück. Und das ist auf die 4 plus. Yep. 3 plus. Yep. Jo. Einer hat Rend und 2 Damage und 5 haben kein Rend und würden 6 haben. Also erstmal der mit einer Attacke mit einem Damage, Rend plus 1. Jo. Dann sind sie bei 6. Mhm. Brennt. Brennt. Ups. 3. Zählt. Und die 6 Stück ohne. Jo, sind 5, ne? Auf die 5, ne? Keiner. Also sind es 8 Schaden. 4, 6, 8. Wie Leben hat einer? 4. Dann war das genau richtig. Und hier haben wir 3 Stück auf die Blatters. Die auf die 4 plus. Auf die 3 plus. Und die auf die 3 plus. Und auf die 4 plus. Nee, keine. 2? 2 mit Rend minus 1 auf die Blattblätter. Minus 1 ist durch den Herdisch. Nee, der ist nämlich weit genug. Ah, ist noch nicht. Nee. Dann bleibt es beim 5 plus. Genau. Boah, es fehlt ein Zoll oder so. Mhm. Weil dann wären das 4 Schaden. Jawohl. Und auf dem Blattförster 4 plus, 3 plus, 3 plus, 3 plus. Einer mit Rend und macht 2 Damage und einen ohne Rend. Okay, machen wir den auf die 5 plus, nein, und auf die 4, nein. Dann wären das 3 Schaden. Hat nur ein Leben. Und wir haben ja noch die Chimäre, Gott sei Dank. Okay. Gut. Dann ist der Johannes dran. Jawohl. Mhm. So, jetzt kommen die Bloodletters, 8 Attacken auf die Zangors, auf die 4, dürfen alles wiederholen. Ah nein, die Bloodletters nicht, die dürfen nur die 1 wiederholen. Jo. Oh, trotzdem nicht verkehrt. Eine 6 dabei. Eine 6, haben wir gleich eine tödliche. Die annehmen, zack. Und 4 Stück auf die 3. 3 Stück mit minus 1. 6er? Kann ich auch mal eine 6 würfeln? Nee. Nee. Insgesamt 4 Schaden, ne? Ja. Also noch einer geht und. Also einer geht und einer hat nur ein Leben, ne? Mhm. Jawohl. Dann machen wir kommen. Die Chimäre attackiert den Bloodförster, die fängt mit den reißenden Clown-Attacken an. Das sind 6 Attacken auf die 4. 3 und auf die 3. Eine. Kannst du mal werfen? Hast du der letzte. Ne, der hat noch 3 Leben. Ein. Achso, stimmt, ja genau. Ja, ich habe gerade 10 und 1 gerechnet. Ja, mach mal. Kein Rent. Okay. Dann ist er weg. Das war die erste Attacke. Jetzt noch der letzte Bloodcrusher auf die Zangors. Noel. Er selber auf die 4. Darf alles wiederholen. Eine tödliche und auf die 3. Eine mit minus 1. Zwei Schaden insgesamt. Yep. Also der eine weg und der eine hat die 1. Mhm. Dann das Reittier auf die 3 auf die 3. Darf alles wiederholen vom Treffer. Jo. 5 Stück, kein Rent. 5 Stück, kein Rent. Eingeschafft, ja. Gehen nochmal 4. Boah, das ist ein Ding aber ausgeteilt jetzt. Auf die 3 hat das Reittier. Ja. Warum hat das so gut? Weil es kein Rent hat. Am Ende der Runde jetzt, Battleshock, wir sind immun. Ja. Ist jemand nicht immun? Ich weiß nicht, ob ich keine machen darf oder mir aussuchen darf, ob ich einen mache. Wegen was machen? Banner Modelle zurück. Ich glaube, du kannst, das weiß ich nicht, ich muss mal kurz nachlesen. Achso, weil du ja, wenn du machen müsstest, eine Chance hast, einen einzuwürfeln. Genau. Ich glaube, ich kann es so machen. Okay, man darf, also man macht keinen, haben wir gerade nachgeguckt, in Warscroll, man macht keinen Battleshock-Test in 18 Zoll. Dann darf der Gast den Ort bewegen. Mal wieder. Jawohl, eins. Wir sind ein bisschen in die Richtung, jetzt bewegt er sich da oben hin. Wahrscheinlich. 12 Zoll. Der steht direkt auf der Schnauze von der Chimäre. Sie? Jawohl. Und darfst aber gleich nochmal weiterbewegen. Wenn die sich jetzt wieder so rum bewegt, dass sie irgendwann wieder in der Mitte steht. Ja, dann können wir es gleich lassen. Eine 5. Die 5. Okay. Die 5? Das weiß ich nicht. In die Wurf. Eine 1. 5. Es ist eine 1 gewonnen, hätten wir verloren. Ach doch, ich hätte die Kamera kaputt gemacht. Ja, Hero Face. Peace of Chaos. 4 plus. Warte kurz. Ja. Das hat nicht einmal funktioniert. In 3 Runden schon nicht.
Der kritisch natürliche 2. 2 Lockpunkte. Aber 8. 8 Punkte. 8. Okay, weiter geht's in Heldenphase. Wir nutzen die Fiole und machen den Zauber, damit wir Zangos beschwören können, auf die Bloodletters. Der funktioniert auf die 10. Alles wiederholen. Nee. Der Wundfühler. Wundfühler auf den Drache. Auf die 9. Jawohl. Kannst du auch wiederholen? Die 2? Oh, nö. Die 2 habe ich gesagt. Viel mit Zauber, ne? Der Schamane macht Titanreiserei auf die 10. 7. Oh. Darf man auch was wiederholen? Nee, ne? Nee, gar keine Fiole. Coole Fiole. Okay, also in der Heldenphase brennt es bei uns aber richtig. Gut, ja. Das ist in der Schussphase viel besser. Hat ja nichts geklappt, ne? Nee, glaub nicht. Doch, in der ersten Runde hatten wir doch den Wundfühler. Wie viel Leben hatten der? 5? Ja. Haben wir noch 3. Ja. Okay, das war Heldenphase. Shooting Phase. War die alles drauf, naja. Die Ungor Raiders schießen auf die Bloodletters. Mhm. Richtig gut. Auf die 4. 1. Jawohl. Ja, also bei mir haben sie überzeugt, finde ich. Immerhin, einer ist tot. Weg. Kleinvieh macht auch Mist. Dann schieße ich mit der Cockatrice auf. Cockatrice auf. Den Drachen. 4 plus jetzt, mach's doch mal. Ach, verdammt nicht nochmal. Die anderen Chimäre, die 3 tödliche. 3. Die Chimäre. Die kann nur auf die Bloodletters, die 3. Eine. Ach. Die Stormcast würfen nur Totenköpfe. Nur Totenköpfe. Gewehwürfel wissen wir ja, die würfeln ja gerne Totenköpfe, damit sie mehr verkaufen. Weil so mehr Würfel man hat, umso mehr Totenköpfe kriegen wir. Es geht weiter in der Shooting Phase, Skyfire. Skyfire. Splitten, 3 auf den Bloodstalker, 3 auf den Bloodletters. Die auf die Bloodletters. Eine 6 und eine 5. Eine mit Rent minus 1. Genau. Sind durch, ne? Kann das sein? Nein. Nee, doch nicht. Ja, noch haben sie ihren Gebiet drauf. Stimmt, ja. 6, der steht. Dann kriegt er nur die D3 tödliche. 2 tödliche. 2. Okay. Und auf dem Bloodstalker. Rent minus 1. Eine. Oh Gott, was hat denn der? Ich hatte gesagt, du bist 2 oder 3 Sechsen. Entschuldigung, du hast mir ein bisschen hellseher. Der Bloodstalker hat einen 4er. Ui, der ist ein 5er. Hm? Hat er einen 5er, ne? Steht auch. Monster. Also 2 W3 tödliche. Monster Safe-Würfel. 4. 4. Hat er noch ein Leben, ne? Ja. Noah. Ja, okay. Jetzt machen die Minotauren jetzt. Gut, haben wir noch was in der Shooting Phase? Nope. Ne, der Rest hat alles geballert. Hat man mal den Ungar Raiders aufs Ding geschossen? Dann hätten wir genau einen Schaden. Ja. Charge Chase! Skyfire! Das reicht nicht, ne? Eine 6. Wahnsinn. Ne. Reicht nicht, fehlt ein halber 2. Haben wir einen B-Roll machen? Könnten wir, ne? Könnten wir für einen Befehlsbund, wir haben noch einen. Komm, wollen wir machen? Komm. Ein Befehlsbund. 6. Lach mich doch nicht so fertig. Okay. Die kommen nicht. Der Gorgon charge mit einem 3 Zoll Charge auf den Blood Secretor. Manuel hat gesagt, das wären 2 Einsen. Verdammt. 10. Mein lieber Scholli. Die Minotauren chargen. Plus 1 kriegen die, wir nehmen Trommler. Jawohl, Bulgors. 8. Ah, Doombull, charge. Doombull, charge. Ich habe irgendwie Panik irgendwie mit den Charge-Würfen. Der kommt da rein, dass er in seinem Territorium ist und dann gibt's auch den Buff. Jupp. Mit was fangen wir da an? Ja, tut das weh. Marcel muss über nachdenken. Hier, die 2 Türme nochmal kurz nachgebaut. Einer davon. Die Bulgors attackieren. Wir fangen an, die 3 auf die Blood Crusher. Mach 4, oder? Jetzt habe ich ihn verunsichert. Ja. Echt? Gut. Nein, mach 3. Mach 3. Mach 3. Wir haben ja noch den Doombull. Ich bringe alles durcheinander. Ja, ja, ja. So, los geht's. Blood Bulgors, 9 Attacken auf die 4. Jede 6 verursacht 2 Treffer. Gut, da sind schon mal 2. Und ansonsten auf die 4. Da haben wir nur eine dabei. Dann lege ich nochmal 2 dazu. Aber 5. Das brauchen wir auch. Ja, ist gar nicht so unwichtig. Und auf die 3. Ui. Das sind zusätzlich 2 tödliche und 2 Verwundungswürfe mit Rent minus 1. Einer safe, einer geht durch. Dann sind das insgesamt 4 Schaden.
Gar nicht mal so schlecht. Nö, nee, und jetzt auf den Slotter-Position, da geht's wirklich. Warte, ne, die Hörner noch von denen. Ach so. 6 Attacken nochmal auf die 4. Das sind 2 auf die 4. Keiner. Stormcast-Würfel sind super. Die laufen heute. Und dann kommen die restlichen Attacken auf den Slotter. Slotter-Priest. Auf die 4. Ich hab gar nicht hingeguckt. Oh mein Gott, okay. Eine 6 ist dabei, eine wehr. Auf die 3. Das sind 3 und 1. Und eine tödliche. 3 ja. Mit Red Designs. 1, also bleibt der 4. Der hat eine 18, nee, auch nicht. 2 gesaved. Also 3 Schaden, ne? 3 Schaden insgesamt. Ja, und die Hörner noch? Die Hörner noch. Hat er noch 2 Leben, was? Ah, halt, stopp, das war der Moment. Der hat nämlich ein 5er Safe, glaube ich. Aber der Priest hat einen 5er Safe, ja? Nee, dann geht der eine mit durch. Ja. Dann sind es insgesamt 5 Schaden. Dann soll der weg sein. Ja. Slaughter Priest. Nein, 6 Wunden. Okay, eine dann noch eine. Dann kommt die Hörner. Die müssen jetzt regeln, ein Leben noch. Komm. 6 Hörner auf die 4. Eine 6 dabei, ein zusätzlich. Jo. Und auf die 4. Oh mein Gott. Die 2 Bloodcrusher greifen an. Auf den Doombull. Jo. Auf die 4. Eine tödliche. Jo. Bei denen darfst du nicht wiederholen. Darf ich nicht wiederholen, dass sie nicht innerhalb 8 Zoll von einem Dämonenhelden sind. Jo. Das ist aber eine tödliche dann schon mal. Und auf die 3. Und die 3. Los. Ui. Zwei Stück noch ohne Rift. Das heißt auch wieder Vierer. Sehr gut. Also insgesamt 3 Leben weg. Ja. Dann hat er noch 5. Die Chimäre greift die. Willst du irgendwas aufteilen? Nee. Mit allen auf den Blattblätters. Das sind ja nur 3 Blattblätters. 5. 4. 4. Okay, dann alles drauf. Alles drauf. Gut. Die ersten 3 Attacken auf die 3. Auf die 4. Eine mit Wucht minus 2. Oh, warte mal. Herdenstein? Der geht durch. Der geht durch. W3. 2. Und 3 Attacken. Dieser Herdenstein. Auf die 4. Auf die 4. Mit Rent minus 1. Nein. Dann auch durch. Ist nochmal 2 Schaden. Das war's schon. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich. Das Ding. Besser wie Skyfires, besser wie Chimären im Nahkampf und was weiß ich alles. Lieber Shirley. Der Bloodcrusher greift die Zangors an. Auf die 4. Darf alles wiederholen. Jo. Nein. Und auf die 3. Ja. Jo. Marcel, hilfst du mal bitte? Klar. Wie viele? Eine minus 1. Durch. Ein Schaden hast? Ja. Und das Reittier. 3 Attacken. 4 Attacken auf die 3. Darf alles wiederholen. Also alle 4. Und verwundet auf die 3. Da geht's los. 2. Eben hatte der ohne Range gehabt. Hat er eine zu viel gehabt? Haben wir doch korrigiert. Ja, hat er gemacht. In der Tat. Stimmt. Sorry. Eine, gell? 2. Nee. Hat der Rent? Nee. Nein. Okay, dann geht noch einer einschaden. Mache ich. Okay. Machen wir mal hier hinten. Brauchen wir nicht. Mhm. Hopp. Der Gorgon splittet und nämlich eine von seinen Fleischerklingen geht auf den Blood-Secrator. Blood-Stalker. Blood-Stalker, sorry. Der andere ist der Secrator. Okay, dann auf den Secrator fange ich an mit den 4 Fleischklingen auf die 3. Eine 6, die ist 20 dabei, die ist raus. Wann machst du tödliche? Wenn ich jetzt beim Wundwurf eine 6 würfel. Das sind 3 Stück. Da habe ich eine 6 dabei, die macht W3 tödliche schon mal. Das ist eine. und jetzt 2 Stück mit Rent minus 1. Auf die 4. Das sind 3 Schaden. Also hat er 4 runter. Ja. Noch ein Leben. Nochmal noch ein Leben. Jetzt machst du die eine Attacke auf den Stalker. Die eine Attacke auf den Stalker auf die 3. Oh, das war wichtig. Das sind 2. Das war gut. Und das war so wichtig. 2 Wundholz. Eine. Rennt 1. Ja, Stalker. Oh Gott, was hat er denn noch? Einen 5er. Das war das Beste, was du machen konntest gerade. Und das letzte ist. Sorry, die muss jetzt auch durchkommen. Das geballte Maul. Ja, los. Auf die 4. Auf die 6 soll. Achso, die. Auf die 4. Oh. Ja, ist durch. Und? Auf die 2. Ja. Ui, mit Rand minus 1. Ja, das. Die 4. Ah, die 4. Und jetzt machst du einen 6er beim Fressen und dann ist Ruhe.
Genau, jetzt Geht versucht ihr noch den zu fressen. Ja, auf die 6. Wenn ich an 6 würfel, ist er einfach gefressen. 5. Na, ah, schade. Hatte nur ein Leben. Ja, naja. Schade. Jetzt schlägt der Slaughter Priest hin auf die Bulgors. Mhm. Erstmal 4 Attacken auf die 3, auf die 4. Gut, 3. Und auf die 4 eine. Kein Rand. 4er. Durch. Ein Schaden. Dann W3 plus eine Attacke. Haben wir überhaupt schon mal was 2. Auf die 4, auf die 4. Nein. Der Dungul greift an auf die Bloodcrusher. Jawohl, 3 Attacken mit der schlechten Axt. Auf die 3. Hat keine 6. Warum auch? Und auf die 3. Das sind 2 tödliche zusätzlich. Oh, stark, was soll. Das war wichtig. Brent, minus 2. Haben sie einen 6er, ne? Dann haben sie noch einen 6er. Ich sehe es nicht. Nein, dann sind insgesamt 8 Schaden. Oh, dann sind sie weg. Das hat wehgetan. Das war stark. Du Bull. Hätte ich nicht gedacht. Ja, man merkt sofort, wenn ein erfahrener Beastman-Spieler die gleich würfelt, das ist besser, als wenn so ein Amateur wie ich, der noch nie Beastman gespielt hat, den würfelt. Weil ich habe gar keinen. Wie viel Schaden habe ich vorhin mit dem gemacht? Nein. Du das gerade auf? Ja. Wie geil ist das denn? Ich bin kein erfahrener Beastman-Spieler. Doch, du bist das unser The Man bei dem Beastman. Der erfahren. Ja. Ganz Hessen hat noch niemals jemand Beastman einer gespielt. Ja, ganz The Hessen. Man. Da ist er. Latze Crater auf den Gorgon. 5 Attacken auf die 3, auf die 3. Zwei Stück mit minus 1. 6. Wie viel Schaden? 2. 1. Hat er noch? Noch 12. Jo, dann legen wir mal einen Lauf hin und wir. Wir haben gerade überlegt, den Zangos zuzuschlagen, Alter, aber so Manuel, erklär du das. Ich war so richtig heiß, du wolltest schon die Würfel, alle wieder würfeln. Da haben wir gemerkt, der Johannes hat 8 Blutzen-Punkte und 7. 7 und dann hätte er jetzt den 8. vielleicht bekommen und dann würde es richtig düster für uns aussehen. Dann würde er nämlich in seiner Heldenphase Scarpon beschwören. Oder ein Bloodthirster und wir passen deswegen. Wir passen, die Zangos haben alle rangerückt, haben die Waffen hochgehalten, um mal zuhauen. Dann hat der Manuel den Befehl erteilt. Da hat der Beastlord hinten gesagt als Befehl, ihr greift nicht an! Jungs, bleibt stehen! Ja. Macht nichts! Beastman okay. Pack. Okay, dann kriegen wir Ein Punkt. Einen einzigen Punkt. Verteidigen! Ein Punkt. Ich gehe mal hier in diese coole Dungeon of Fits Übersicht zurück. Dungeon of Fits. 4 haben wir hier. Victory Points. Victory Points geht übrigens bis 99. Wir haben 4. Nein, ist ja auch richtig so. Gut, dann sind wir jetzt in. Aber hallo. In der dritten Runde. Der Orb bewegt sich nicht, der Orb bewegt sich erst im nächsten Zug. Du bist erst noch dran. Ja. Okay, dann kommen wir in Zug 3, Korn, Runde 3. Hero Phase, Korn, was passiert, Johannes? Der Platze Creator stemmt wieder sein Banner in den Boden. Jawohl. Der Slaughter Priest macht erstmal. Lässt das Blut vom. Warte mal, der kann ja zwei Gebete. Ja. Es gibt zwei Potenzialschaften. Du kannst ja kurz den Zuschauern erklären, was du im Schilde führst. Also ich spekuliere jetzt auf die 1, dass er stirbt und dass ich mir Skarbrand direkt beim Orb rausholen kann. Oh Gott. Und wenn nicht, hoffe ich, dass ich ihn mit 5 plus tot kriege. Dass machen wir das. Gleiche machen kann. Ja. Dann erstmal Blut kochen lassen auf die 4 plus. Ist das der Damage? Nein, 2. War das der Damage? Ja. Und jetzt kommt der, ist das der Hit oder mit dem Save? Jetzt kommt der mit dem Save auf Blotzy Crater. Ja. 3. Kommt nicht und stirbt nicht. Hui. Jetzt haben wir zum ersten Mal im ganzen Spiel mal Glück gehabt. So. Wir haben Glück gehabt. Ja, hab ich dir gesagt, wir. Dann wenn wir schon dabei sind, komm, heilen wir den Drachen. Ja. Der kann ein Modell wählen innerhalb von 3 Zoll und versuchen über seinen Gleich seinen Wund zu werfen. Auf die 4 plus wird er um 4 Wunden geheilt. Zwei. Nein. Diesmal klappt es bei mir. Haben wir noch was in der Heldenphase? Das war's bei der Heldenphase. Shooting Phase, Johannes, schießt. Schießt mit dem Drachen. Schießt. Und zwar werden die Attacken aufgeteilt. Einmal auf den Beastlord, einmal auf den Zauberer und einmal auf die Chimäre. Jawohl. Auf Cockatrice war nicht, ne? Nein. Okay, die hat zu viel. Auf wen hat Dann machen wir auf den Beastlord. Auf die 4. Jawohl. Und auf die 2. Jawohl. Brennt. Minus 3. Minus 3. Ist durch. Schaden. 2. Wie viel immer da? Noch 3.
Der zwei Schaden also kriegt. Ja. Wir haben den einmal geopfert, der zwei Schaden kriegt. Ja, okay. Chimäre. Dann auf die Chimäre, auf die 4. Jawohl, auf die 2. Oh. Nein. Und auf den Schamanen, auf die 4. Nein. Charge Face. Erstmal die Blood Crushers. Oh, ja, 10. Mit 10, jawohl. Sieht nett aus. Jetzt brauchen wir Platz. Ja, der Drache. Action Jackson. Bloodletters machen D3 tödliche auf dem Gorgon. Bloodcrushers. Meine ich ja, sorry. 2. Dann geht der auf. Ist korrekt. Und jetzt macht der Smaug, höchstpersönlich. Sankos. Bitte Sie. Sie. Auf die 3 plus sieht's. Alter, der ist ja stabil. Für jede Einheit innerhalb von 1 Zoll auf die 3 plus bekommt sie W3 tödliche Verwundungen, was wir vorhin auch vergessen haben. Nee. Die schon mal nicht. Cockatrice, ja. Ja. D3. W3. 2. Geht's auf 5. Jupp. Der Schamane. Ja. Oh oh. 1. Ja. Hat ein Leben. Ein Leben noch. Nun gut. Hier. Nee, der ist auch ein 1 Zoll. Ja, der auch. Das ist 1 Zoll, okay. Ja, Beastlord. Ja. Jawohl, dann ist er weg. Der geht. Hat dich einmal zugeschlagen, ganz Spiel. Juhu! Zellenkiller. MVP. Okay. Bloodletters machen D3 tödliche auf dem Gorgon. Bloodcrushers. Meine ich ja, sorry. 2. Dann geht der auf. Ist korrekt. Und jetzt macht der Smaug, höchstpersönlich. Sankos. Bitte Sie. Sie. Auf die 3 plus sieht's. Alter, der ist ja stabil. Für jede Einheit innerhalb von 1 Zoll auf die 3 plus bekommt sie W3 tödliche Verwundungen, was wir vorhin auch vergessen haben. Nee. Die schon mal nicht. Cockatrice. Cockatrice, ja. Ja. D3. W3. 2. Geht's auf 5. Jupp. Der Schamane. Ja. Oh oh. 1. Ja! Hat ein Leben. Ein Leben noch. Nun gut. Hier Nee, der ist auch ein 1 Zoll. Ja, der auch. Das ist 1 Zoll, okay. Ja, Beastlord. Ja. Jawohl, dann ist er weg. Der geht. Hat dich einmal zugeschlagen, ganz Spiel. Juhu! Zellenkiller. MVP. Okay. So, der Drache erstmal mit 10 Attacken auf die Zangors. Ja. Noch auf die 3 und auf die 3. Gut. Falls es mir schon eben aufgefallen ist, Johannes hält immer seine Hand davor, damit die Würfel nicht runterfallen. Dann kostet. Und er kämpft. Und auf die 3. 1, 2, 3. 2, 4, 6 Stück. Rent. Minus 2. Weg. Auf und 2 Schaden. Also 12 Schaden. Einer lebt noch. Ja, er lebt noch. Na gut, dass ich noch eine Attacke aufgehoben habe dafür. Ui. Dann machen wir erstmal mit der Axt weiter. 3 Attacken noch auf den Schamanen. Auf die 3, auf die 3. 3 Attacken auf die Schamanen. Was soll das für ein heroischer Overkill sein? Weg ist weg. Wie viel Schaden macht das jetzt? 9? Nein, das ist immer noch die Axt, die macht 6. Also 2. Gut, 6 Schaden. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja, da wird auch mal sicher gehen. Ja, ja. Sicher ist sicher. Dann. Jetzt kommt die gefährliche Cockatrice dran. Die bekommt W6 plus eine Attacke. 4, sind wir bei 5. Das ist aber nicht mehr so gut, glaube ich. Es ist in einem Zug gerade 5 Einheiten gestorben. Auf die 3. Und auf die 3. Okay, 3 Stück, aber da ist der Rent runter. Der ist nur noch minus 1. Ui, haben wir einen Sechser? Ich glaub, die hat einen Fünfer. Wir haben einen Sechser jetzt auch. Wie viel Schaden hat einer? 3. Oh, ernsthaft. Ja, komm. Ja. Nimmt man zusammen eine 6 mit 3 Würfeln. So. Damit ist der Nahkampf 14. Da wächst kein. Ach nein! Der Zangor kriegt noch genau. 2 Attacken waren noch der auf überlebt Zangor. Ja. Nee, der ist wahrscheinlich. Der überlebt! 2 Attacken waren noch auf den Zangor. Auf die 4 und auf die 5. Oh. Mhm. Gut. Der überlebt. Jawohl, Zangor! Die Bulgors sind reingepeilt.
und attackieren mit den drei Stück hier vorne auf die Bloodcrusher und die beiden hier hinten auf dem Platz. Secretor? Nee. Slaughter Priest? Das ist super kompliziert. Also, ja, den Namen bei Stormcast sind schon besser. Ja, das wird aber besser, wenn wir den Review vom neuen Battletome machen, dann kommst du mit dem Namen besser klar. Alles klar. Gut, ich fange mit den Bulgos an, die auf die Bloodcrusher gehen an. Auf die Vieren. Nicht so gut. Eine Sechsen. Eine zusätzliche. Und auf die Dreien. Oh, Hilfe. Lieber. Zwei Stück mit Rent minus eins. Gott, oh Gott. Fünfer. Gott, gib uns neue Würfel. Die sind schon 18. Ja, ist schon 18 Zoll drin. Ja. Dann heute Reroll wären wir arm. Nein. Vier Schaden. Gut. Und die Hörner. Auf die Vieren. Ich sag eben zusätzliche. Auf die Vieren. Zwei. Midrand. Nee. Eine Safe. Sind die 18 Zoll und auch zwei tödliche. Sorry, noch eine tödliche, eine 6 beim Wundschuhen. Okay, dann wie viel Schaden? 2 plus eine, 3. Okay. 7 Schaden, obwohl ich so schlecht gewürfelt habe. Jo. Und auf den Slaughter Priest auch noch, oder? Yep. Mhm. Jetzt kommen noch die zwei Attacken auf den Slaughter Priest. Auf die 4. Da ist eine 6 dabei. Und auf. Da war eine 6 dabei. Ja, hab ich. Gut. Auf die 3. Eine tödliche und 3 mit Windmill 1. Ja, dann ist er weg. Wieder einen tödlichen. Ah, die geben schon. Ja, die sind gut. Hm? Die sind gut. Können die nicht auch irgendwas machen, dass sie auf die 2 tödlich machen dann? Gibt's auch irgendwas, oder? Auf die 2 tödlich? Oder auf die 5 plus schon oder irgendwas. Was haben die umgeändert dann unmodifiziert? Ja, aber irgendwas gibt es, dass die auch 2 tödlich machen dann. Ja, es gibt ein Bataillon. Cool. Ja, und du kannst sogar machen, dass die tödlich auf die 5 machen. Gibt's auch ein Bataillon. Ah, siehst du. Aber du hast nicht gerade gesagt, unmodifiziert? Ja, aber du kannst das Bataillon ändern, dass das schon auf die 5 funktioniert. Dann ist das Bataillon so, dass es auf die 5 funktioniert. Sehr gut. The Man. Beast of Chaos. Jetzt die Bloodcrushers auf den Gorgon. Lassen wir den noch ein bisschen gestutzt kriegen. Auf die 4 alles wiederholen. Gut, der hat gebrannt. Gut. Wiederholen ist ja schlecht. Wieder. Alles wiederholen. Das ist durch den Sky Master, ne? Oder wie der heißt? Oh, muss der brennen. Ja, durch den Skullmaster innerhalb von 8 Zoll ist eine tödliche, eine mit minus 1. Ich hab die 6. Warum soll das funktionieren? Und die 2 3 Tiere auf die 3 auf die 3. Na Gott sei Dank. Halt, das war eine 5. So. Treffer und 3 Wunden. Kein Red, ne? Kein Red. Oh Gott, kein Safe, oder auch. Ey, das sagt doch sowas. 5 Schaden zusammen, ne? Mhm. Jawohl. Ja. Hat er noch 5 Leben. Jawohl. Ja, moin. Gut, gut. Gorgon schlägt zu. Mit den Fleischerklingen alles auf den Standarten. Das Maul Secretor, auf die ja. Bloodcrushers. Und das Auffresser nach ganz verschlägen probiert er auf die Bloodcrushers, wenn er noch eine übrig ist. Fangen wir an mit den 3 Klingen auf die 3. Oh, eine 6. Eine 6, ein extra. Verbunden auf die 3. Eine. Eine, minus 1. Mhm. Oh, hör auf. Die steht. Oh mein Gott. Die 4 plus. Oh. Unfassbar. Gut, dann die eine Attacke, das gewaltige Maul auf die 4. Jawoll. Und auf die 3. Jap. Yep. Das ist W3 zusätzliche. Okay. Wie ist das? Nein, kein, nicht gesaved. W3 zusätzliche und Schaden W6. 5 Schaden insgesamt. Okay. Und der eine hat dann noch. Dann sind sie weg. Wieso? Er hat 3 bekommen. Ach so. Dann versuche ich das Auffressen auf dem Blood-Secretor. Also auf die 6. Auf die 6. Oh, das wäre aber brutal gewesen. 6 Schaden habe ich gemacht. Der Blood-Crusher greift gesplittet auf Chimäre und Zango. Erst die Chimäre auf die 4 und auf. Ja, gut. Und auf die 3. Red minus 1 auf die Chimäre. Schaff doch mal. Jo! Hey, der erste Safe-Hoy. Unser erster Safe-Hoy. Ich kann nicht mehr. Und auf den Zango auf die 3 und auf die 3. Ab jetzt habe ich alle. Ja. 2 Stück, kein Red. Auf die 5. Okay, ist tot. Guter Blick. Wir geben jetzt den Drachen richtig mit der Chimäre. Mit unserem Drachen. Ja. Der Chimärendrachen.
Achso. Auf geht's. Mit dem Vogelkopf auf die 3. Auf die 4. Eine. Mit Rent minus 2. 6er. Ja. Nein. W3. 3. Jawohl. Oh. 19 noch. Der 19 Drachenkopf. 3 Attacken auf die 4. 2 Stück. Auf die 4. 2 Stück mit Rent minus 1. 5. Auf die 5. Wie gehen wir jetzt Alter. Richtig? 4 Schaden zusammen, also insgesamt. 3 Attacken auf die 4. Das ist der Löwenkopf. Alter. Ja, jetzt geht's ab. Alter. Und auf die 3. Ei. Eine mit Rent minus 1. Nein. W3. Alter. Ein. Nein! Sind wir bei 5 Schaden, ne? Nee, mehr. Ach so, wie haben wir denn jetzt? 8. Wir haben 8 Schaden gemacht. Ja, klar, Junge, das wäre ich soll 10 machen. Auf geht's, letzter. Die reißenden Klauen. Jetzt reißen wir richtig, Drache. Auf die 4. Schade. Warum sind wir da nicht direkt dazu dran gegangen? Ich hätte gesagt, die schon wäre das Gold wert. Auf die 3. 2, kein Rent. Okay, dann 4. 10 Schaden. Bitte schön, der Herr. Die Schwere liefert. Gott. Der geht bestimmt jetzt noch der Plastic Creator auf den Gorgon. Jo. Auf die 3, auf die 3. Nein, geht schon nicht. Das darfst du nicht wiederholen, oder? Weil er nicht. Nein. Achso. Es ist es nur für die. Bloodcrusher. Das ist kein Korn. Nee. Auf die 3. 1 mit minus 1. Steht. Der oh, grad, jetzt aber. Der ist gerade heiß wie Frittenfett. Ja, du hast was gegen meine Beastman gesagt, ja. Bin ich angry. Respekt. Ja, das war's dann. Der Orb kommt. 4. Die 4. Dann schauen wir mal, wohin geht. Ich glaube, der geht runter. Inni-Wurf, Runde 4. Nimm den Würfel, Marcel. Du bist eh heiß. Ich suche doch den Würfel. Und steht da noch ein bisschen was? Ja, ich weiß. Wir haben die Eni Johannes gegeben. Marcel mag die Herausforderung. Dann kommen wir zur Heldenphase. Ja, Spanner plant sich wieder. Jo. Blut 10 Punkte, 8 Stück. Jo. 10 habe ich. Jo. Ich nehme den Bloodthirster. Welch ein Wunder. Ja. Surprise. Surprise, dann surprise. Mal 9 Zoll von euch weg. Bitte würfel nicht 2 Sechsen beim Verwundungswurf, sondern 3. Für mich. Okay, okay, ich versuch's. Ja. Dann ist der Blockbuster okay. Schon mal hier. Ansonsten Heldenphase war bei ihm nicht. Was haben wir noch in der Heldenphase? Das müsste es gewesen sein. Okay, dann kommen wir zur Bewegung. Fernkampfphase. Bewegt haben wir die Modelle. Hast du eigentlich noch was bewegt, die ein bisschen nach vorne? Ja, der Skullmaster und die Bloodweaver sind nach vorne. Skullmaster sind beide ein bisschen vor. Jo. Und jetzt kommen wir zum Zwergabschuss. Alles auf die Chimäre. 3 Attacken auf die Chimäre, auf die 4. Jawohl, eine. Ja. Was er nochmal Glück hat. Auf die 2. Ja. Lass ihn nicht rein. So, jetzt die W6 Schaden. 5. Hat sie noch 2. Hat sie noch 2. Dann sind wir Charge Face. Jo. Zuerst er. Mhm. Kommt ran. Drin. Macht dann auch gleich W3 auf Prallreffer. Auf? Achso. Automatisch? Automatisch, ja. 2. Hat er da 3? Hat er noch? Noch 3. Na? Ja. Und die Blood Reavers. Die sind auch drin. Kommen auch. Dann der wichtige Charge mit dem. Den schaffst du. Easy. 60%. Ja. Auf die 9. Auf die 9 wiederholbar. Jo. Die 6 lang Command Point. Ja. Ah. Schade. Gut. 13 Attacken auf die Chimäre, dass er auch mal das Zeitliche segnet. Auf die. Was wird eigentlich da schlechter aus dem Nichts. Move? Außer dem Move. Oh,
Der Rand, anderen Attacken, der Rand, die. Rand wird weniger. Übel. Richtig übel, das Vieh. Statt minus 6 zum minus 5,2. Ja. Nee, Rand geht auf minus 1 drunter. To Wound bei den Jaws auf 6 plus. Okay. Und die Attacken eine nur noch vom okay. Schwanz. Hey. Aber das noch. So, auf die 3. Drei Stück mit minus 2. Wie viel Schaden? 2. 6 Schaden, ne? Ja. Wann ist denn das? Oh, jetzt kann man sie beschwören. 14. Habt ihr schon genug? Nee. Die Bulgars attackieren die Bloodweaver mit den ersten Attacken auf die 4. Zwei zusätzliche. Und auf die 3. Eine tödliche. Eine tödliche und Rapius 1 ist auch durch, oder? Ja. Dann sind es 11 Schaden. Gut. Blut 10 Punkt. Blut 10. Blut 10 Punkt. Und dann da oben die auf dem Blood Crusher, die zwei Stück. Mhm. Auf die 4. Zwei Zwillings hier. Und auf die 3. Oh Mann. Zwei zusätzliche und zwei mit Red, zwei tödliche und zwei mit Red minus 1. Okay. Minus 1, 4. 6er. Ja, 6er. Dann nochmal insgesamt 6 Schaden. Jo. Die geben aber auch mit den Herdensteinen, mein lieber Scholli. Die geben. Auf die 3, auf die 3. Blood Secretor auf Gorgon. Auf die 3. Auf 3. Auch 3 zusätzliche Attacken. Drei Töne. Und auf die 3? Zwei. Zwei Stück. Okay, dann geht es mit ein. Nee, ne? Eins. Ja? Ja. Dann sind es zwei Schaden. Also noch ein Leben. Der erfahrene Beastmanship hat natürlich entschieden. Genau. Ich halt mich und ich lasse mich von dem Stormcast-Spiel beeinflussen, weil ich mache die Fleischerklinge auf die Standarte und das Maul auf den Chef. Hey, so. Du machst das nicht. Naja. Wegen dir. Die Fleischerklinge auf die 3. Top, trifft nicht. Die andere Attacke auf die 4. Trifft. Aha. Auf die 4. Trifft. Rent minus 1. Nee, warte, der müsste einen besser haben. Ja, auf die 5. Steht aufzufressen auf den Soldatentyp, auf die 6. Kein Schaden. Okay. Egal wie ihr es gemacht habt, jetzt eh gesaved. Genau. Er saved eh immer alles. Ja. Wenn wir uns kritisch sind, ist er eh am Safen. Okay. Skullmaster. Vier Attacken. Nein. Fünf Attacken. Ja? Und vier Attacken vom Bleib hier. Alles klar. Das Gute ist, wir haben eine Gorgon nur einmal, die Chimäre zweimal. Das heißt, du musst eins wegnehmen, damit du eins beschwören kannst. Das war dein Plan. Also gut. Gut. Der Skullmaster auf den Gorgon. Auf die 3, auf die 3. Oh, zwei tödliche. Drei tödliche. Oh. Damit ist er. Oh. Der hat einen Dreier-Retter. Aha. Gut. So, Johannes hat einen Punkt bekommen, denn somit steht es wie viel? 5 zu 2. Dann kommen wir Runde 4. Beast of Chaos. Heldenphase. Ich mache den standardgewohnten Wurf, der niemals klappt. Auf die 4 plus kriegen wir einen Command Point. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Viermal nicht. Mein lieber Scholli. Los geht's. Der Zangor Shaman sieht noch den Drachen und probiert einen Zauber auf die 8. Arcane Bolt. Arcane Bolt. Nein. Das war alles in der Heldenphase. Jo, wir kriegen wir. Einen Common Point und wir kriegen einen Lockwurf Point, haben wir genommen jo. Schon. Haben jetzt 9. Jo. Und wir können kein Opfer, weil Chimäre kein Held ist. Manuel, der alte Zinsspieler, gibt die hoffentlich auf. Skyfires schießen auf den Bloodthirster. Jo, 2 plus, die 3 plus. Mäuse melken. Auf die? 3 plus. 3. 3 Stück mit Rent minus 1. Oh. Dann hat er noch einen Fünfer. Jo. Entschuldigung. 2 W3. Entschuldigung. 4. Entschuldigung, das musste ich einfach mal machen. D3 tödliche? Genau, die Chimäre macht D3 tödliche auf den Chefkoch. Ach Gott, Entschuldigung, Chef Drache. Das ist ja der Chefkoch, das bin ich. Auf den Drachen. 2. Dann kriegt er nochmal 2 tödliche. Hat noch 2 Leben. Zwei Leben. Die Ungar Raiders wollen den Drachen richtig erniedrigen. Und zwar, jetzt geht's los, Marcel. Keine 6. Keine 6.
Es gibt nichts. War das echt? Nur vier Vieren? Und die auf die Vieren. Na, das wird ja was. Drei. Das hat noch klappt, ey. Auf die 4 plus. Und weg ist er. Das kann nicht wahr sein. Komm, wir müssen mal kurz ihm zeigen, das war berechnet von dem. Mr. Beastman hat wieder berichtet. Unglaublich. Das gibt's nicht. Schade. Cool. Und wir kommen in die Charge Phase. Skyfire. Ja, fast. Eine 7. Wir chargen noch weiter. Der Doom Bull. 8. Und die Ungo Raiders. Ich hau nochmal richtig schön drauf. Das ist okay. Combat Phase, Skyfire, auf den Bloodthirster. Jo, das sind 10 Attacken, 5 plus. DB Roll, weil sie als erstes angreifen. 5 plus? Ja. Und die 5 plus. Und rerollen. Boah. Dann sind das 6 Stück mit keinem Rend. Auf die 4. 3 Stück. Jo, ein Schaden nur. Die Welt. Dann die Schnäbel. 4 plus. 4 plus. 5 plus. 5 plus. 4 Stück, kein Rand. 2. Jo, 2 Schaden. Und 6W3. Das sind 6, 8, 9, 11, 13. 3, 6. 10, 13, auf 4 plus, 4 plus, darfst du auch alles wiederholen? Ja, 3 plus, sei denn sie haben es geändert, das glaub ich 3 nicht. Plus, 3, 6, 10, 12, mit Rent minus 1, 6, Safe Wurf, 12 Stück, auf die 5, ja, wie viel wären das? 2 nicht, ne? 10. 2. Ja. 10 W3. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18 Schaden. Ja, die können auch, wenn sie wollen. Na gut. Hätte Mama früher machen sollen. War nur der alte Ziehenspieler. Das war wichtig, dass sie auf jeden Fall erst in Runde 4 das erste Mal im ganzen Spiel gecharged haben. Action! So, die letzten Verzweiflungstaten. Der Bloodsecrator auf dem Doombull, auf die 3, auf die 3. Ja. 4 Stück minus 1. 5. Einen nur geschafft, 3 Schaden. Oh, der Chef noch 2 Leben. Ich ist wieder so ein Tag. Aber Bulgurs waren echt gut. Können wir, heute können wir uns wieder richtig gut leiden, wir zwei. Let's go. Die Bulgurs auf den. Wie heißt der Hero? Okay. Platz Skullmaster. Okay, auf die 4. Na ja, komm. Oh. Stark, einen kannst du reinmachen. Auf die 3. 3 Stück mit Rent mir seins. Jetzt war dein kleinen Mundgeil. Da könnten die 24 drin sein. Der ist locker drin. Ja. Also Rent minus 2 insgesamt. Ja. Dann bleibt der 6er. Ja, wieder einer. Er will nichts eingesaved. Eingesaved. Sind 4 Schaden. Gut. Wie leben wir? Die Hörner. 6, ne? 6. Die Hörner. Auf die 4. 1. Auf die 4. Nein. Aha. Das schaffen 6, 5, 6 Bulgors, den 1 Skullmaster nicht. Und die habe ich total überzeugt. Naja, ja. Aber es sind ja noch 6. Ja. So, der Skullmaster auf die Bulgors. Auf der die 3. Der Plastikwelt hat schon was. Mhm. Achso. Ja. Auf die 3, auf die 3. Darfst du bei denen nicht auch alles wiederholen? Der ist doch mit sich selber auch befreundet. Mhm. Der hat aber die Regel nicht, dass, eine, dass er alles wiederholen darf bei einer befreundeten Demo. Die anderen Balls in der Nähe von ihm stehen. Ach, genau. Okay. Mhm. Ja. Ja. Auf die 3. Genau. Die 6 auch, die hast du vergessen. Die das war die tödliche. Achso, stimmt.
Also eintönlich und zwei Saves. Zwei Saves. Ne, der Save. Zwei Schaden. Dann noch das Reittier auf die 3, auf die 3. Der Doombull hat auch nur noch 5. Achso, liegt da hinten. Zwei Stück, ohne. Vierer. Einer ist durch. Der ist durch. Doombull. Jetzt kommt's wieder. Der erste natürlich auch. Oh Marcel, das sind die ersten 50 Cent für dich. Juhu. Ich habe mich so gut konzentriert. Doombull auf dem mit der Standarte, der lebt ja immer noch. Auf die Vieren. Er lebt da noch ein bisschen. Er lebt weiter. Die Hörner auf die Vieren. Eine. Da, warte, da gibt es eine zusätzliche. Stimmt, zwei Stück auf die vier. Jawohl, eine tödliche und zwei normale. Ja, perfekt. Hast du aber Glück gehabt. Tödliche Sache. Weißt du, ich beim Double gemerkt, du musst erst das Schwache machen und dann das Gute. Alles klar, machen wir beim nächsten Mal. Nächstes Mal, ne? Jawohl. Oh, wieder Blut zählt. Ich komme nicht auf. Acht. Acht? Komm ich nicht. Achso. Nicht mehr. Dann bekommen wir drei Punkte und das Spiel ist, würde ich sagen, eigentlich vorbei, ja. Ist durch und wir kommen zum Postgame-Show. Ich warte auf Spiel ist rum. War eigentlich nur noch die eine Figur am Leben, der Held, und es waren leider nur 7 Blut, 10 Punkte. Ja, wenn es 8 gewesen wäre. Es waren noch 7, ja. Wenn es 8 gewesen wäre, hat Johannes gesagt, wenn es 8 gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch mal versucht, einen Bloodthirster wieder direkt zu beschwören. Jawohl! Und dann Vollgas. Aber so, was jetzt ja auch von Punkten her dann für uns jetzt, dass es nicht mehr 1-0 war, glaube ich, war auch nicht entschieden. Ging mir. Aber, eigentlich bis zu guter Letzt ein extrem spannendes und richtig cooles Spiel. Also, hätte es so oder so ausgehen können. Hat mega viel Spaß gemacht. Also super viel Spaß. Wirklich. Richtig cool. Auch cool, dass er auch jetzt so lange mit gewesen war. Also wir hatten auch nicht die Möglichkeiten. Also wir haben probiert, ein bisschen so raus zu fokussen, ein bisschen Schaden zu machen, aber also 30 Leben mit einem 3er Safe kriegt man nicht so schnell weg. Und wir haben auch nicht so gut gewürfelt teilweise, aber das wird da wirklich. Ja, ist okay. Also, ein paar entscheidende Würfel haben wir gut gewürfelt. Ja. Da waren bei dir auch die nicht so gut. Richtig. Manuel hat sich wirklich verliebt in ein neues Spiel. Man muss aber wirklich sagen, dass nicht jede Fraktion so was Schönes hat, wo eine minus 1 Safe kriegt. Und dann hat es nochmal richtig Probleme gegen den. Das ist dann schon übel, ja. Der Manuel ist auch irgendwann größenwahnsinnig geworden, als er wusste, wow, 24 Zoll, also mit dem Maßband rumgelaufen. Boah, wo ist der drin? Wo ist der drin? Das ist schon, also Beast of Chaos, wenn man sich ja mehr anguckt, ist. War schon vorher, bevor ihr das Battletor bekommen, schon deutlich, sehr, sehr schwach, wirklich deutlich schwach, dadurch, dass sie jetzt so alles ein bisschen zusammengepackt haben und diese Monsters of Chaos wie die Chimäre und so passen jetzt alles in das Battletor mit rein und man kann ein bisschen flexibel spielen, wie wir das jetzt gemacht haben mit den Finsterschleichern, kann sich hin und her porten, so ein bisschen von verschiedenen Seiten Druck aufbauen, was gerade bei Korn ja recht tödlich ist, weil hinten dann die Supporter, die muss man ja stehen lassen, wegen der Standarte, weil wenn man die bewegt, kann man sich da nicht platzieren, das heißt, man ist ja so ein bisschen gebunden. Hat uns dann so ein bisschen die Karten gespielt, weil wir konnten dann so recht flexibel spielen und so ein bisschen auch kiten den Drachen, immer ein bisschen was anbieten. Und dann haben wir immer wieder was angeboten, aber auch die volle Brandseite gekriegt, weil er immer, wenn er einfach im Nachkampf war, ist nichts mehr spielen. Aber muss man sagen, Beast of Chaos haben 5 plus Safe, da fällt alles. Da fällt auch schnell alles. Also wir haben ja aber auch einen Bulgurus, einen 4er Schutzwurf gegeben, aber es fällt trotzdem. Ich finde, das fällt alles so schnell. Also guck mal, wie wenig Safe haben wir durchweg, was wir gesaved haben. Zangor 5 plus, Spiel. Gorgon 5 plus, alles was mit Ren kommt, da geht alles schon schnell. Chimera 5 plus, da fällt alles so schnell. Alles was hier umgeht, ja. Mit Masse ist das echt, da haben die richtigen Probleme. Ja. Da haben Mainers, die viele, ne? Ja, da geht alles richtig, richtig runter. Ja. Also. Zangors haben sie ein bisschen verändert, war ich aber trotzdem positiv, dass sie so gut den kommt halt zugute unbedingt. Um wieder auf den Herdenstein zurückzukommen, dass die dann auch kein Bellshot machen müssen. Ja, mega gut. Wenn du einen 30er Block spielst, die kosten trotzdem schon 480 Punkte, die teilen halt aus, gehen schnell, aber hier haben wir auch wieder 2 Leben pro. Das sind 60 Lebenspunkte, die wir gespielt haben. 60 Lebenspunkte. Nur ein 5er Safe. Und die nie weglaufen. Das ist schon. Das ist heftig, die musst du erstmal weghaben. Stimmt. Kann man sagen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, das das Bataillon, was du gespielt hast, mit dem Stampede, das fand ich, habe ich auf Turnieren schon mal gesehen, das fand ich richtig geil. Weil das, sonst hat man, spielt man diese irgendwie nie so richtig, diese Crusher und so, die kommt man nie auf das Bedürfnis, die zu spielen, aber das war halt dann ziemlich cool, dass sie auch immer diese tödlichen immer direkt reinhauen. Mhm. Kann man sogar noch ein bisschen größer machen, ne? Wenn du, ich habe mich gesehen im Bataillon, wenn du 6 auf einmal spielst, gibt's dann W6. Machen direkt W6 für dich anstelle von 3. Ja. Und muss ich auch die 4 plus testen, das ist ja das Blöde. 4 plus testen ist immer so,
Eine 50-50 Chance? Ja, und dann machen die Auto. Ja, geht. Ist schon cool. Kann man auf jeden Fall spielen. Das war auf jeden Fall cool. Also Korn ist nicht so schlecht, wie man es auch. Und die werden noch besser. Und die werden auch besser? Ja. Ich glaube, das ist besser. Mit dem denkst du so? Ja, ich vermute. Ein bisschen. Endless Spells bei Korn. Ja, wie das funktioniert. Ich habe gelesen, dass die mit den Gebeten kommen, ne? Echt? Weil die ja keine Zauberer haben. Anders kannst du es ja auch nicht wirklich machen. Und dass die, das ist ein Gerücht, ich habe das irgendwann im Forum gelesen, dass die mit Gebeten kommen. Die Endless Spells. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, das stimmt. Anders wäre es auch nicht wirklich umzusetzen. Ja, dann müssten sie extra neue Zauberer reinbringen, die das dann zaubern können. Ne? Ja. Apropos Gebete, war auch noch ein richtig geiler Move mit dem Spiel. Also mit dem Platzsicker, der zwei Zauber gemacht hat. Slaughter Priest, zwei Zauber und weiß man eins. Und er geht. Das war, das war echt übel. Bei Dotos ist ein Leben, da ist D3 und hat auch noch groß gewürfelt. Und der hat 5 Leben. Ja. Blut 10 Punkte. Der Blutgott hat sich gefreut. Ja, der hat sich oben schön die Hände gegeben. Heute ist richtig Vollgas. Heute ist schön. Ja, Skyfires, was kann man da noch dazu? Waren ja eigentlich richtig enttäuscht, aber am Ende haben sie mal im Nahkampf eigentlich gezeigt, ihr wahres Gesicht gezeigt, oder? Also prinzipiell waren alle unsere Fernkampfattacken sehr, sehr schlecht. Ja. Egal was, auch als wir mit der Chimäre die vollen D6 würfeln konnten, immer schlecht. Immer schlecht. Cockatrice mit ihrer 4 Plus hat sie nie durchgekriegt. Hat die einmal geschafft? Nein, nicht einmal geschafft. Nein. Die anderen Chimäre. Und selber 6 davon spielen. 4 Plus. 4 Plus Würfel sind bei uns gar nicht gut. Wir haben ja auch immerhin geschafft, keinen an sich 4 Plus Würfel zu machen. Nicht mit dem, ob wir einen Befehlspunkt bekommen haben. Das war jetzt besser. Das war so traurig. Das war richtig schlecht. Keiner einzigen. Nee. In 5? Nee, 4. 4 Runden. 4 Runden. Ja. Das ist traurig. Ja. Aber es war cool. Trotzdem, auch wenn manchmal waren die Würfel schon schlecht, aber in vielen Sachen haben wir auch schon gut gewürfelt. Die Bulgors, der 6er Block, der hat ausgeteilt ohne Ende. Der hat nur weggenommen da oben. Also. Richtig. Unsere Würfel, weiß nicht, waren teilweise schlecht, aber teilweise auch ganz okay. Also insgesamt ist es, glaube ich, immer recht wischlich. Es kommt dann immer nur sehr heftig vor. Das hast du gemerkt bei. Die Chimäre, die hat 10 Schaden gemacht, da hat gerade mal der Johannes mal gerade eine kurze Phase gehabt, wo er schlecht gewürfelt hat. Richtig. Und gleich 10 Schaden. Ja, und durch. Ja. Das ist halt das Geile am Würfelspiel. Ja, das ist auch das Schöne. Ne? Immer das Schöne dabei. Ja, wir haben nur gesagt, auch die macht vielleicht 3 Schaden, 4 Schaden und dann kommt da 10 und wir können uns nicht mehr zusammenhalten. Ja. Aber manchmal tritt doch genauso was ein, wie man es gesagt hat, weil ich habe gesagt, oh, ich habe gehofft, dass sie irgendwo Raiders. Ja, das muss natürlich noch erwähnen. Das musste natürlich, ja, natürlich. Ja. Der Mann mit den Ansagen vor Offcam, 2 Schaden machen die sicher. Wir alle sagen nein und sie machen 2 Schaden. Ja, so ist er. Und aber Hut ab, wie gesagt, ich zumindest, ich kann mit unser ganzes Team sprechen, haben dieses Modell noch niemals live gesehen, angemalt gesehen und auch nicht auf dem Spielfeld gesehen. Ja, noch nirgends. Und Respekt. Ich war am Anfang irritiert, weil die Base ja auch so riesig ist, aber die, ich habe jetzt auch mit drin auch dazugelernt, dass die Base ja gar nicht Teil des Modells ist, sondern die eigentlich auch ohne Base gespielt wird. Richtig. Und in den ersten Zügen hatten wir immer gedacht, dass es ziemlich schwierig ist. Wir haben noch ein bisschen Gelände zurechtgerückt am Anfang und ein bisschen weniger Gelände gestellt, weil mit der Base hat man sonst eigentlich keine Chance, überhaupt irgendwo schön sich zu platzieren, was eigentlich total unrealistisch ist, weil wenn da irgendwelche 2 Bäume stehen, ist die eigentlich so ein kleinen Drachen hier, eigentlich völlig Latte. Das sollten wegklicken, ja. Genau, deswegen haben wir am Ende ein bisschen geguckt, weil die Base ja eigentlich noch ein größeres Nachteil für das Modell ist und haben da ein bisschen hingestellt, sodass auch irgendwas auf der Base mit draufstehen könnte, weil das einfach so unfair ist für das Modell, weil es ja einfach die 1200 Punkte gar nicht gerechtfertigt ist, wenn es irgendwo auf dem Spielfeld richtig rumlaufen kann. Das haben wir dann ein bisschen besser gemacht und haben wir dann noch gesehen, dann hat er auch noch einen Elver Charge gerufen, der sich hingestellt hat, 4 verschiedene Einheiten auf einmal weggekloppt. Aber geil, es ist halt auch krass, dass dieses Modell einfach nicht schlechter wird. Ne? Egal ob du 30 Leben hast oder ein Leben heißt ja eigentlich, dass das Ding so auf dem Boden zusammengekrümmert so rumliegt und vielleicht noch gerade so atmet. Nein, ist egal. Feuer spucken geht noch, volles Rohr, es geht alles noch weg. Ja, die 2 wichtigsten Attacken gehen noch. Ja. Das Feuer spucken und eben das Zuschlagen mit der Axt, was schon mit 12 Attacken wirklich heftig ist. Das ist heftig. Und immer 3 Schaden. Macht die 3? Die Axt macht 2. Nee, die macht 2. 2, aber der 2. Hohen Wind. Ja. Und der geht übersteckt. Ja, das macht aber nichts. Nee, von der Axt nicht. Der wird auch nicht. Wird von den Klammen schlechter. Der genau, die Waffe oben wird nicht mal schlechter. Der hat immer 12 so plus 1 Attacke gemacht. Von den Kiefern ist es das Verwunden und beim Schwanz die Attackenzahl.
Wenn der Gorgon 8 Schaden hat, hat er noch überhaupt 2 Würfel. Dann passiert gar nichts mehr. Ja, stimmt, dann geht er. Wenn der einen Lebenspunkt hat, dann kriecht er wie eine Schnecke auf den Boden rum und versucht er jemanden zu treffen. Vor dem musst du trotzdem noch Respekt haben, egal wie viel Leben da. Der Gorgon? Nee, vor dem? Ja. Der Gorgon. Nee, ey, ja. Ich meine, das Modell sollte man auch nicht unbedingt ignorieren. Unser erster, als wir einmal kurz aufkämen, so Sportler, was machen wir? Ignorieren wir ihn? Und spielen auf eine andere Flanke. Haben wir so gespielt, er ist ein Nahkampf gekommen und wir haben den Nahkampf fertig gewürfelt. Hat irgendwie 30 Schaden gemacht. Wie oft hast du den schon mal gespielt? Okay, ignorieren das Spiel. Das erste Mal. Ja. Ich glaube, dass er auf 2000 Punkte sich nicht lohnt. Nein. Ne? Glaube ich nicht. Habe ich mal einen Report gesehen, im Englischen oder Ami war das, da hat er sich auch nicht. Waren 2,5, meine ich. 2,5 war das. Hast du auch gesehen? Okay. Weil ich glaube, ab 3000 geht der richtig, aber runter. 2000 ist. Du kannst es halt nicht von der Spielfläche her. Der nimmt zu viel Punkte, nimmt der beansprucht, damit der. Er fallen ja auch mit den Missionszielen einnehmen, das klappt nicht. Mhm. Egal, wie viel hier wäre es jetzt sogar noch gut gewesen, was jetzt eigentlich letztendlich nur eins gegeben hätte oder gab. Das wäre vielleicht noch ihm zugute gekommen, wenn das Missionsziel also mit ihm mitgelaufen wäre oder so. Aber mit mehr, wo du als 6 Missionszielteile liegen hast, hast du gar keine Chance. Platz kriegen, ne? Aber deswegen haben wir auch jetzt mal sowas aus dem schönen Sandbox extra auch gespielt, damit das. Ein bisschen angepasst ist und keine jetzt Turniersachen, soll ja ein spaßiges Spiel sein, wenn wir schon mal einen netten Gast zu uns bekommen haben. Und deswegen sagen wir es auch nochmal eindeutig. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir ebenso. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, war richtig cool. Sehr gerne auch wieder. Und wir auch heute untereinander schon geklärt haben, wir veranstalten auch ein Turnier im April am 13. Mich jetzt auch mit deinen großen Augen. Machen wir. Und Johannes wird wahrscheinlich auch noch da sein, wenn ihr gerne dazu. Wenn der Terminplaner es hergibt, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wenn ihr natürlich auch Bock habt, 13. April machen wir ein Turnier hier bei uns. 18 Spieler maximal. Da haben wir viele Plätze frei. Das nächste Mal werden wir ein bisschen mehr noch machen, aber wir fangen jetzt erstmal so an. Wir müssen zuerst mal wieder ein bisschen sortieren, was das angeht. Alle Infos so kommen noch jetzt auf jeden Fall bei der T3 auch online. Der wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Nein. Aber ansonsten auch, wie gesagt, wenn ihr auch gerne mal neben uns hier stehen wollt, wie Johannes jetzt zum Beispiel, vielleicht hat es mit Johannes ja auch doch ein bisschen Spaß gemacht, dann könnt ihr uns einfach gerne schreiben und wiederkommen oder hierher kommen und auch Johannes auch sehr gerne. Würden wir uns freuen, wenn wir dich auch nochmal hier begrüßen dürfen. Schön. Das war schon wirklich sehr, sehr cool. Was aber jetzt noch ganz wichtig ist, mit dem Fähnchen, sehr gut. Wir haben uns im Laden, müsst ihr aufpassen, eine Deutschlandkarte, die habt ihr schon mal immer mal gesehen. Wir bewegen uns mal hier rum. Weißt du, wo das Fähnchen ist? Ja. Hier hinten ist sie. Die Deutschlandkarte. Und der Johannes darf heute als erster Gastspieler sein Fähnchen auf den Ort markieren, wo er herkommt und darf uns einen kleinen Spruch dazu schreiben, den Spruch des Abends und das Modell des Abends oder irgendwas, überlegen wir uns jetzt gleich noch. Und dann darf er sein Fähnchen, was mit so kleinen Magneten da so dran gepinkt wird, darf er dann da dran markieren. Das machen wir jetzt gleich nochmal. So, Johannes hat sich markiert. Hier mitten drinne. Johannes, Blades of Corn. Und das Gute ist ja trotzdem, man weiß ja jetzt nicht ganz genau, wo du herkommst. Ja, das müsste schon. Auf der Rückseite haben wir noch einen kleinen Spruch. Spruch des Abends ist heute gewesen, oder was Besonderes an diesem Abend, auf jeden Fall das kleine, süße Modell, was genau das hübsche Mädchen auf dem Tisch steht. Super, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und hat es euch gefallen beim Anschauen. Und der Manuel winkt schon von hinten. Hallo Manuel. Uns natürlich auch. Und wir hoffen, dass wir uns schon bald wiedersehen im AOS-Universum auf unserem YouTube-Kanal bei Mini Paradise. Euch alles Gute, vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.